Hier spricht Ustra und es geht immer wieder weiter mit, immer wieder wild weiter mit Elliots Geburtstag und Stardew Valley natürlich. Hi, schön, dass ihr da seid. Ich habe immer noch mein Smile-T-Shirt vom letzten Mal an. Ich glaube mal, das Smile-T-Shirt ist doch auch heute erstmal für den Anfang eine gute Wahl. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, in der letzten Folge, genau, hallo liebe YouTube-Omi, hallo liebe Leute, die es geschafft haben, reinzuschauen in den Stream, und zwar Directo Mondo, falls ihr das geschafft habt. Und reinschaut. Schön, dass ihr dabei seid. Und bitte nicht, und ich sag's gerne nochmal, bitte nicht reinkommen. Oh, das ist gut. Da können wir Kaviar drauf machen. Yeah, hey, Baby. Bitte nicht reinkommen, Hallo sagen und direkt irgendwie im Lurk verschwinden, um dann sagen zu können, ich war da. Diese Leute sind ja nicht wirklich da. Das ist, was ich meine. Ne? Die YouTube-Bombe sind da. Ja, jetzt sind sie da. Also ich entnehme daraus. Ich hatte vorhin vor dem Stream gefragt, wer noch dabei bleibt, wenn ich auf Englisch bin. Und wer sich auf Dings freuen würde. Oh, ich muss hier gar nichts gießen, das ist ja cool. Und wer sich auf Story of Seasons Harvest Moon freuen würde. Story of Seasons Friends of Narrowtown. Da war keiner da. Da wollte keiner was sagen. Also entnehme ich, dass die alle nicht mehr bleiben dann fürs Englische. Das ist cool. Hallo Checker, hallo Kid, schön euch zu sehen. Wir werden sehr alleine sein. Das nächste Mal für das Englische. Bist du jetzt im Lurk? Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber das ist bei dir nicht so schlimm, weil jedes Mal, wenn ich auf Discord gucke und ich über irgendeine Scheiße erzähle, dann hast du das wieder geklippt. Also. Übrigens, danke für die ganzen Clips. Also wirklich. Warte mal, ich suche mal eben eine Taste. Yeah, Kid ist ein Smiler. Ich mag Smiler. Love Push auch dafür. Das ist zwei Love Push. Teilt euch den auf. Ihr dürft nicht beide haben. Kid und Checker. Ihr müsst den euch teilen. Jeder kriegt einen Love Push. Jetzt hat er ja noch einen dritten gemacht. Okay. Jeder kriegt einen Love-Push. Einmal für den Smile im Chat, das ist super. Uns Hallo sagen. Und der andere Love-Push ist für Checker. Nur für Checker alleine. Ihr dürft ihn nicht wegnehmen, Steiner. Weil er immer den blöden Scheiß. Wie heißt das? Highlighted. Also, clippt, den ich so von mir lasse. Also, ich erkenne das und ich wollte mal Dankeschön sagen, weil ich lache mir immer einen ab, was ich für ein Affe bin. Das ist sehr gut. Und wenn ihr das übrigens nicht macht, dann mache ich das. Zum Beispiel bei Quest for Glory, wenn das Spiel abstürzt. Und dann muss ich so einen Clip machen, oder Fabio macht so einen Clip. Und dann muss ich den in meinem Quest for Glory Discord, im Quest for Glory Speedrun Discord posten. Und wer letzte Mal da war, beim Speedrun, die haben sich sehr über mich lustig gemacht. Okay? Sie haben sich sehr über mich lustig gemacht. Nur damit ihr das wisst. Ja, sie haben richtig herzlich gelacht. Und das fand ich sehr schön. Weil das war wirklich eine coole Szene. Glaube ich. Und da hatten die sehr viel Spaß dran an meinem Leid. Und das ist sehr schön. Ich mag die Community sehr gerne. Genau aus dem Grund. Du bist jetzt am Handy. Das klippt ein bisschen blöd. Hast du deinen eigenen Computer jetzt auch getreten oder was? Auf damit, habe ich dir gesagt. Ich habe dir gesagt, du sollst aufhören. Achso, ich muss dir ja gar nicht mehr scheren und schieben und schärfen. Das macht doch jetzt alles mein Autoscherer 2000, oder wie das Ding heißt, das Ding. Bup, perfekt. Na, ist egal. Wenn du was geklippt haben möchtest, ich weiß nicht, ob Ausrufezeichen Clip noch funktioniert, wenn nicht, einfach in den Chat trotzdem Ausrufezeichen Clip schreiben, dann macht Sayo das. Also ich sag das jetzt so, dass es Sayo macht. Das kann dann passieren, dass ich das nachträglich mache, aber... Oder dass ich einen Marker dann einfach setze an der Stelle, dann weiß ich das auch. Aber testet mich jetzt nicht oder so. Ich bin nicht reaktionsschwach. Ja. Genau, da war ich gerade stehen geblieben. Wo war ich stehen geblieben? Wollte ich lustige Gesichter machen? Nein. Es ist Freitag. Ich wollte nach unten. Nee, ich wollte keine lustigen Gesichter machen. Ich wollte irgendwas sagen auch. Das war ganz interessant. Ja, nee, ich wollte sagen, ja, also. Jetzt sind noch mal ein bisschen mehr da. Das ist schwedisch, nein. Ah, okay. Ja, das ist alles gut. Alles gut. So witzig bin ich ja auch nicht. Da wird ja nichts passieren. Das ist alles in Ordnung. Wir versuchen, okay, wir versuchen das so zu machen. Wir sind heute unlustiger, ernster Stream, okay? Damit das einfach keiner machen muss. Der Walnussbeistelltisch. Da fällt mir die Wahl nicht schwer. Den nehme ich nicht mit. Ja, jetzt sind ja ein bisschen mehr von euch da. Hi nochmal. Auch auf YouTube natürlich. Ich weiß von dem einen oder anderen schon, also ihr müsst es nicht doppelt beantworten. Oder ihr könnt es fünfmal beantworten, das ist alles cool. Ich habe eventuell vor,
Jetzt müsst ihr mich für verrückt erklären. Bitte erklärt mich für verrückt, dann lasse ich das. Aber ich habe auch Bock drauf. Ich würde gerne Harvest Moon. Nein. Stopp. Doch, ich würde gerne Story of Seasons. Das heißt nicht mehr Harvest Moon. Das ist von den Machern von Harvest Moon. Ich würde gerne Story of Seasons Friends of Mineral Town. So heißt das jetzt. Ja. Ja, 50 Euro soll das kosten. Das habe ich gerade nachgeguckt. Ich weiß. Aber wenn ihr alle, wenn ihr jetzt alle 5 Euro reinschmeißt, dann kaufe ich mir das. Und wir sehen noch, dass wir Pams Haus vielleicht gebacken kriegen. Ja, genau, darüber wollte ich gerade reden. Eventuell Sellout. Eventuell würde ich nämlich gerne. Oder für Switch, genau, ja. Deswegen. Wenn ihr alle nur 5 Euro ausgebt, dann können wir das Spiel alle sehen. Hier. Erste Regel auf Twitch, have fun. Erste Regel auf Twitch, ja. Und danach bekomme ich von jedem 5 Euro. Darüber reden wir dann. Check out, du hast keine Pyramide mehr. Raus! Ich weiß nicht, wo die hin ist. Geh weg. Red nicht in so einem Ton mit mir. Das ist scheißegal. Bitte nicht, aber alles gut. Das finde ich so lustig. Im ersten Moment. Das ist das Erste, was ich mitkriege. Egal. Red nicht mehr mit mir. Vorbei. Ja, ich hab vor. Bitte haltet mich jetzt für verrückt. Die verschwinden immer wieder mal. Jetzt hast du sie wieder. Ja, ja. Ja, ja. Alten Mann im Bad spucken, behaupten, es regnet. Ist mir klar. So. Ich hab vor. Eventuell. Das kommt nächsten Dienstag raus. Übrigens, wer alles Friends of Mineral Town, Story of Seasons, wie auch immer das heißt, Harvest Moon. Völlig egal. Das kommt nächsten Dienstag raus. Und ich würde gerne. Das ist jetzt natürlich richtig hardcore. Ich weiß, es wird euch nicht gefallen, aber mir wird das gefallen. Ich würde gerne. Das ist nur meine Idee. Von jedem von euch 5 Euro haben. Das auch, aber nein. Spaß beiseite. Ich würde gerne Stardew Valley beenden. Diese Woche. Es wären so 25, 30 Stunden ungefähr. Das geht eigentlich. Und dann würde ich gerne auf Englisch am Dienstag, am Release-Tag, würde ich dann gerne mit Harvest Moon Story of Seasons anfangen. Harvest Moon Story of Seasons. Ich kriege das nicht hin. Also noch, stopp. Also ihr wisst, was ich meine. Ich meine Friends of Mineral Town. Ich bin alt. Für mich ist das Harvest Moon. Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Würde ich dann gerne nächsten Dienstag anfangen. Auf Englisch aber dann. Das wäre dann das erste Englisch-Projekt. Das müsst ihr jetzt nicht mögen. Aber das wäre meine Idee. Weil nochmal, ich schaffe das nicht mehr auf Deutsch. Ja, bis Jahr 100 wird ein bisschen heftig, ja, aber ich muss ja nur bis Jahr 3, ein Glück, oder? Ein Glück. Aber das wäre jetzt eine Idee. Sandy würde einen Schwarzbarsch begrüßen. Das ist schön für Sandy. Ich weiß übrigens nicht, was Elliot zum Geburtstag mag. Ich guck mal, was ich in der Wildnis finde. Das wäre jetzt so meine Idee. Wie ist denn der Killcount? Warte schon mal in der römischen Arena. Warte schon mal in einem Kolosseum? Da ist so mal hier Pharao. Der oben das Sagen hat. Meistens heißt der Imperator heißt der auch nicht. Ihr wisst, wer ich meine. Der macht entweder so oder so. Ja, also jetzt für, ob er überleben soll oder nicht. Und jetzt könnt ihr auch yay oder nay, oder Daumen hoch oder runter, wie auch immer, mal signalisiert mir mal, ob ihr Bock drauf hättet. Auf Story of Seasons. So für die, die Bock drauf haben. Ist dann aber auf Englisch. Ich betone das nochmal, weil sonst heißt es wieder, ich steche euch das Messer in den Rücken. Das will ich natürlich nicht. Aber ja. Wer hat da Bock drauf? Es ist natürlich auch für YouTube, ist für alle, die jetzt gerade zuschauen. Yay oder nay? Yay oder nay? Und erster schreiben ist auch mal ganz wichtig. Oh. Ja, dann.
Meine Beine sind noch ganz steif vorm Sitzen diesen Morgen. Ja, bei mir sind leider. Ja, ja das ist zum Beispiel ein Yay. Das, was ich bei Checker sehe, ist definitiv ein fettes Yay. Schau doch bei meiner Hütte vorbei. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich guck mal. Das ist ein Yay. Ach, morgen regnet das, dann kann ich morgen theoretisch das Ding holen, dann diese Kette. Diese Meerjungfrauenkette. Dann können wir doch vielleicht diese Folge noch heiraten. Du bist unentschlossen. Wieso bist du unentschlossen? Ich dachte, Englisch ist nix. Also, da musst du nicht unentschlossen sein. Ich denke, wir haben alles geklärt. Was das angeht. Oder du hast das selber schon geklärt. Sagen wir mal, wie es ist. Ich muss da gar nichts klären. Und du weißt doch auch, dass es jemand anders spielen wird, wo du wahrscheinlich gucken wirst. Von daher ist es doch egal. Für dich macht das doch keinen Ausschlag mehr. Wir wissen das beide. Wir wissen das alle. Alle wissen das. Du musst es aber auch nicht mehr bei deinem Alter. Also, ich finde, Englisch ist eine der einfachsten Sprachen überhaupt. Also, es ist fast einfacher als Deutsch selbst. Hier und da ein bisschen die Aussprache, aber sonst geht's eigentlich. Aber das liegt auch daran, wenn man sehr, 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 sehr viel Englisch konsumiert und nutzt und schreibt und spricht. Schreiben nicht so, aber sprechen vor allen Dingen. Hören auch. Ich höre täglich Englisch. Ich sehe jeden Tag englische Leute. Von daher ist es für mich ist es halt anders. Dann in der Schiene ist es halt für mich sehr einfach. Und ja, ich weiß, es ist der erste Tag Harvest Moon. Ich bin. Stardew Valley! Fumpelt nochmal. Da bin ich halt so ein bisschen. Wie gesagt, ihr müsst nicht. Ich bedanke mich bei allen für die Reise bis hierhin und alle, die es da nicht mehr schaffen, das auf Englisch zu schauen oder nicht wollen oder mich dann für den Arsch halten, das ist völlig in Ordnung. Ihr seid nicht verpflichtet und ich bin auch um keinen böse. Ich weiß es von vielen, vielen, das ist halt das, oh nee, Englisch kann ich gar nicht, das bringt mir irgendwie nichts, wenn ich dann hier zugucke, das ist völlig in Ordnung. Nochmal, ich werde mehr in Speedrun reingehen, ich werde meinen Kram so ein bisschen machen. Ja, ist so. Ich möchte vor allen Dingen wieder glücklich sein mit dem Hobby hier und ich möchte wirklich eine Plattform finden. Der Anfang ist gemacht. Hat sich gelohnt, Sellout! Vielen, 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 vielen Dank, Calypso. Und vielen Dank für den Goldflip. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Und Sellout aus dem Loot. Aber vor allen Dingen Sellout. Ihr dürft jetzt alle gerne Sellout in den Chat schreiben. Der Mann hat nicht wirklich ein lachsfarbenes T-Shirt an. Pass mal auf, du Hund, Alter. Schön, dich zu sehen, erstens. Zweitens, das ist kein lachsfarbenes T-Shirt. Das ist mein absolutes Lieblings-T-Shirt. Nicht, weil das lachsfarben ist, aber wegen dem Aufdruck. Das ist ein T-Shirt meines absoluten. Achso, ich kann euch das mal eben groß zeigen. Wir machen das mal. Das mache ich sonst selten. Aber ich habe mein T-Shirt noch gar nicht gezeigt. Guck mal, pass mal auf. Guck mal. Hier, seht ihr, kennt ihr den? Das da und kennt ihr die Rune da? Oh mein dicker Bauch. Guck mal, jetzt sieht man das ganz gut. Das ist Ryo. Nicht das. Das da ist Ryo. Das ist der da. Der und der. Der. Und das ist die Schildrune. Ich werde mir auch die Schwertschildrune tätowieren lassen. Ich bin oben nicht nackt. Das ist Aufdruck. Das ist Direktaufdruck auf Körper. Das ist mein absoluter Lieblingscharakter. Rollenspieltechnisch. Das coolste T-Shirt überhaupt, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Das allercoolste T-Shirt. Ich habe irgendwo mein Pferd verloren, richtig? Ist egal, das kommt schon wieder. Das kommt wieder. Die kommen immer wieder. Ja, genau. Na also, ich war gerade da. Ich war nicht daran stehen geblieben, dass ich über mein tolles T-Shirt ranten wollte. Das ist wirklich toll. Ich bin da auf keinem. Wie gesagt, ich bin jetzt. Ich will wieder Spaß haben an Twitch. Ich habe Bock auf Twitch. Ich hatte schon immer Bock auf Twitch, seitdem ich das entdeckt habe für mich. Und ich will hier weitermachen und ich will aber keinen. Ich will keinen Hate mehr, ich will keinen Stress mehr, ich will weg von dem Scheiß, der passiert ist. Und mein Kopf sagt mir, das kann ich nicht mehr auf Deutsch. Lass dir den Arthas auf die Stirn tätowieren. Ein Arthas auf die Stirn. Ja, super. Und was will der auf meiner Stirn?
Nix, ich werde mir den Unterarm tätowieren lassen. Wie sich das gehört. Den linken. So. Nehme ich jetzt Hartholz-Fans? Ja, wir können das mal machen. Komm. Okay. Sonst heißt du wieder, der andere hält sowieso nicht so lange, du Schmock, mach den weg. Ja, das haben Leute schon mir gesagt, zu mir gesagt. Schmock vor allen Dingen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber das haben die gesagt. Die waren böse zu mir. Außerdem sieht das dann wieder einheitlich aus, ist auch nicht schlecht. So, cool. Den Rest packe ich weg. Vielleicht hatte ich auch noch. Vielleicht hatte ich auch noch Zaun. Wer weiß das schon. Elefanten angefangen. Ah, ich hätte noch ohne Ende Zaun. Nein, mein Hartholz. Wieso? Nö. Ach ja, ich wollte gucken. Ich wollte gucken, ob das fertig ist, damit ich dann was anderes tun. Oh mein Gott! Cash! Was mache ich mit dem Melonenwein? Soll ich jetzt den behalten und dann durch die Kellerschleuder ziehen oder soll ich den jetzt verkaufen? Ich brauche jetzt mal einen guten Rat. Und ich weiß, guter Rat ist teuer. Ich habe 5 Euro. Auf geht's. Nehmen wir die Starfrucht. Die Starfrucht nehmen wir mal mit. Als erstes. Ich würde, also, das Problem ist, ich bin extrem traurig, dass ich das nicht mehr auf Deutsch machen kann. Weil, wie gesagt, ich kann es vom Kopf her nicht. Aber ich bin auch extrem traurig, weil meine Stimme extrem trainiert ist auf Deutsch. Auch wenn ihr das... Saufen! Sauf den noch einfach, scheiß auf das Geld, sauf den. Ja, also wirklich, also ich das Problem ist, meine Stimme ist trainiert und ich habe viele Synapsen im Kopf, die viele lustige Sachen hervorbringen können im Englischen. Leider. Und irgendwie würde ich die alle gerne benutzen und ich würde die gerne mitnehmen, aber auch das kann ich nicht. Deswegen, es ist so, ist halt voll fies halt, ne? Aber ich. Ich weiß es halt nicht. Was soll ich machen? Wir gucken mal, was mache ich jetzt mit so? Ach, ich guck mal. Ich halte es mal in der Tasche. Wir müssen es ja nicht sofort verkaufen. Wir haben ja genug Geld. Ich halte es mal in der Tasche. Ich guck mal, ob ich unten noch Platz habe. Aber 25 Wein hier unten reinknallen wären natürlich. Guck mal, da passt nur eine Flasche zwischen. Und da unten passen noch zwei hin. Guck mal, dann starte ich. Nein. Nicht den Wein trinken. Nicht im Off-Checker hören. So. Machen wir erstmal so. Für das Gewächshaus? Ja, für das fehlende Jojamarkt brauchen wir einmal Wein, genau. Wir brauchen auch irgendwie, also das mit den uralten Früchten, ich glaube, das ist die Sache, die ich skippen werde, weil ich habe noch eine prismatische Scherbe gefunden in einem anderen Iridium-Barren-Klotz-Dingsbums in der letzten Folge, wenn ich dabei war, weil es irgendwie mittags war. Minecraft-Speedrun fände ich so nice. Ich finde Minecraft-Speedruns mega komisch, tatsächlich. Das ist mega komisch. Ich bin aber nachher auch dann egal mit der Namen. Egal welche Sprache. Minecraft Speedrun ist viel, viel uninteressanter als man denkt, wenn man genau weiß, welche drei Sachen man braucht. Jetzt in dem neuen Patch ist es natürlich ein bisschen schwieriger geworden. Da irgendwie das Nether minimal anders ist als vorher. Aber man braucht ja theoretisch nur 5 Obsidian. Ja, wenn es auf Deutsch nichts mehr ist, ist es nun mal so. Ja, es tut mir auch so leid für die Leute, die hier wirklich Spaß haben und die sagen, ah, nee, auf Englisch kann ich das aber nicht gucken. Das tut mir auch schon ein bisschen weh, so. Aber ich meine, wir haben den letzten Follow gemacht vor über 6 Monaten. Alleine das ist doch schon mal ein Zeichen, oder? Vor über 6 Monaten hat sich der letzte neue Typ, Frau, was auch immer er war, oder es, oder sie, heutzutage gibt's ja alles, hat sich hier rein verwirrt und verirrt vor 6 fucking Monaten. Also ich denke mal, das ist nix, oder? Einen frischen Hummer. Vielleicht habe ich noch einen. Ich sammle ja so Kram. Ich packe mal meinen Wein hier rein und dann überlege ich mir, ob ich mir so eine Art Wartetruhe mache unten im Keller. Wahrscheinlich mache ich das einfach. Deswegen, das tut mir schon in der Seele weh, dass dann viele Leute sagen, ja, dann halt nicht mehr. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, wirklich, ich hab genau gemacht, schade. Auf der anderen Seite, wirklich,
ich habe es schon mal betont, ich sage es gerne auch nochmal. Wirklich Community haben wir ja bis jetzt nie geschafft. Es gibt ganz, es gibt halt so die paar Vereinzelten, die ich sehr, sehr gerne mag und die gerne wieder zurückkommen oder so. Aber wir haben es ja nie geschafft, dass wir mal zum Beispiel jetzt mal Bilder austauschen auf Discord, wer die schönste Farm hat. Natürlich ich, aber ist egal. Ne, ihr wisst, was ich meine. Oder einfach mal irgendwie, ja, ich habe in der Vergangenheit mal versucht, ah, wollen wir nicht mal in der Community was spielen? Ja. Dann habe ich das dann auch alleine gespielt, weil da keiner das spielen, weil keiner irgendwas spielen wollte. Selbst die Sachen, die sie selber vorgeschlagen haben, wollten sie dann nicht spielen. Das ist halt so ein bisschen, es ist so ein bisschen kontrovers hier und da gewesen. Wie gesagt, es ist auch dasselbe mit Games. Wenn du in die Community reingefragt hast, ah, welche Games sollen wir denn mal spielen, dann gibst du drei Vorschläge und dann, ja, okay, dieses hier. Und alle sind sich einstimmig einig, dieses Spiel soll gespielt werden. Dann wollten sie es auch nicht sehen und all so ein Kram. Also das ist so ein bisschen komisch und das ist so ein bisschen schade, dass es so passiert ist, wie es ist, aber ja, ich möchte einfach, ich möchte für mich ein gutes Gefühl hiermit haben und ich möchte eine Plattform bieten, wo man hingehen kann und das war's. Und Spaß haben kann. Einfach nur so. Spaß haben kann. Und sich zurücklegen kann und sagen, ah, was ist das für ein Idiot, warum schafft er es nicht, dass er seinen blöden Stall endlich mal voller Schweine kriegt? Er hat recht. Aber das gebe ich trotzdem nicht zu. Die Lust war nicht mehr da für Stardew Valley. Ja, das glaube ich. Das ist auch so ein Spiel. Nimmt es mir nicht böse. Es ist ein gutes, ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ich mag das auch sehr gerne. Das ist auch mein zweiter Durchgang. Und er ist länger als der erste, weil beim ersten habe ich, glaube ich, mit Zaya auch nur ein Jahr gemacht oder so. Oder anderthalb Jahre in-game. Und ich habe immer dasselbe Problem mit diesen Farmspielen. Die sind gut beim ersten Mal, weil dann ist alles neu und alles frisch und alles cool und alles cute. Beim zweiten Mal ist es aber so, du machst sowieso in 90% der Fälle dasselbe wie beim ersten Mal. Punkt. Und dann ist es halt so. Und Ente, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich wollte nicht mal eine Bombe verkaufen übrigens. Das ist halt schade. Aber ich kenne ganz wenige, die dann sagen, okay, beim ersten Mal, da mache ich dann mein Geld mit Honig und beim zweiten Mal mache ich mein Geld mit Tiere. Wobei es dann in spätestens ab Jahr 1,5 eh egal ist, weil du einfach nur noch fett fix Geld machen willst und dann kommst du sowieso wieder auf dasselbe zurück und machst sowieso wieder dasselbe wie am Anfang. Das ist halt ein bisschen doof. Ja, im Moment ist noch nicht da, hab ich Lust. Jetzt, wenn Friends of Mineral rauskommt, dann kannst du dann genüsslich Stardew Valley spielen. Das ist da auch gut dann. Es war auch, glaube ich, ein Fehler, das Spiel das erste Mal durchzuspielen mit im Multiplayer. Ohne es böse zu meinen. Aber es hat auch Spaß gemacht, aber es war einfach, du konntest halt nicht das Spiel irgendwie so genießen, wie es sollte, weil es halt gab keine Pause zwischen den Events. Und du müsstest dich bei jedem Event immer abhetzen und das war irgendwie so gezwungen. Deine Farm ist nicht so schön wie meine. Das hättest du mir nicht extra sagen müssen. Nein, meine Farm ist nicht schön. Ich finde im Moment meine Farm ist hässlich. Ich gebe das zu. Ich finde im Moment meine Farm hässlich. Nicht, weil meine Farm hässlich ist, sondern weil ich einfach ein faules Stück bin und ich nicht genau... Ich habe vergessen, einen Iridium-Sprinkler zu kaufen. Weil ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Mit meiner Farm. Wie die jetzt im Endausbau aussehen soll. Bei 700 Spielstunden war die Luft raus. Ja. Das alte Meerjungfrauen-Amulett. Nur nicht alt. So, jetzt kann ich die Lea heiraten. Lea ist es immer noch, ne? Ja. Dann heiraten wir jetzt Lea und damit ist dann auch die Abstimmung durch. Wer nicht abgestimmt hat, ihr könntet leider nicht über mein Leben bestimmen. Hätte ich immer machen sollen. Dass der da sein muss, dem die Farben gehört. Ja, ich meine, das ist zum Teil vielleicht ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite, ich meine, das ist ja auch ein Spiel. Möchtest du wirklich 3 Tage später online kommen? Ich meine, wir spielen im Moment Minecraft in der Familie und das ist sehr, sehr schön. Weil das sehr entspannt ist. Aber so ein bisschen will man das doch auch miterleben, was man dann gemeinsam oder alleine oder nebeneinander baut.
Aber willst du mal Stardew Valley 3 Tage später einloggen und das auf einmal ist es Jahr 5? So, das ist doch Lea, ne? Das ist Lea, alles klar. Ich werde alles vorbereiten. Wir halten die Zeremonie in 3 Tagen ab. Okay. Okay. 3 Tage bis zur Hochzeit. Ich weiß, es ging jetzt sehr schnell und überrumpelt, aber so bin ich halt. Ich bin halt kein Romantiker, wenn es um Hochzeit geht. Das heißt, Hochzeit, 3 Tage. Alles klar. Der wird nicht lange nicht rumdiskutieren. Wisst ihr, blaue, wie es halt sagt, blaue Feder, go. Galaxy Sword. Boah, der hält aus. Das ist tanky. Ach so. Ich war heute Morgen ja sehr früh wach. Ich hab's ja erzählt. Sayo war ja, sehr früh raus und habe ich mich natürlich nicht wieder hingelegt. Das ist ja Quatsch. Also habe ich heute Morgen um 4 Uhr meinen Computer angemacht. Und unser lieber Freund, mein lieber Freund David, den ihr vielleicht schon mal kennt oder kennengelernt habt, also nicht dieser David, passt auf, nicht dieser David, der ist auch cool. Also der hier. Mein Name ist David. Bitte entschuldigt mein Eindringen, aber. Nicht dieser David, ein anderer David. und. Der ab und zu bei Quest for Glory Speedrun rumhängt. Der hat heute Morgen, weil bei ihm ist das noch nicht morgens, bei ihm ist das dann auch irgendwie abends oder so. Nicht so spät wie hier dann oder nicht so früh wie hier. Der hat Zelda 2 gespielt im Speedrun. Zelda 2, ihr wisst schon, das Ding für den NES, was die ganze Zeit so ein Side-Scrolling-Teil ist. Alter, ist das kompliziert. Alter, ist das kompliziert. Ja, da musst du da halt irgendwo in dem Dungeon einfach irgendwo runterspringen. Aber wenn du nicht an der richtigen Stelle runterspringst, dann stirbst du direkt. Wie, Moment, was? Ja, das ist halt so. Wie, Moment, was? Jupp. Gameplay, Bitch. Und das, ja, das fand ich sehr beeindruckend. Das war ein sehr beeindruckender Run. Das ist ungefähr 1 Stunde, 1,5 Stunden. Ist jetzt nichts für mich, aber ich wollte sowieso fragen. Erwartet also auf Discord. Ihr dürft alle antworten. Ich erkenne dann von wem. Ich die Antworten werte und von wem nicht. Haha. Nein, ihr dürft alle antworten. Ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Wir haben die 38 nicht geknackt bei Quest for Glory, das ist aber nicht schlimm. Jetzt ist trotzdem die Frage, will ich ein anderes Spiel lernen im Speedrun? Will ich bei Quest for Glory eine neue Klasse rennen? Oder will ich bei Quackshot unter die ersten 10 kommen? Das sind so die Sachen, die im Moment auf dem Plan stehen. Das waren, glaube ich, 3 Stück. Ja, die 3. Und ich weiß es halt noch nicht genau. Bring Gas ein, Hummer. Vielleicht sollte ich dafür meine Krabbenreusen ein bisschen füttern. Und ich weiß es halt noch nicht genau. Ich meine, ich finde den Krieger cool und ich mag auch Quest for Glory sehr gerne. Und ich finde das schön, dass ihr da immer fleißig einschaltet und auch dabei seid. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht mal was anderes spielen wollen. Auch weil man dann eventuell ja mal sagen kann, man könnte mal einen Marathon-Tag machen, wo man dann alle Spiele hintereinander wegrennt, die man dann so lernt. Und ich habe jetzt in den nächsten Tagen auch eh ein bisschen Zeit, weil die nächsten Tage ist Sayo immer morgens um 3 irgendwie weg. Und ich werde die nächsten Tage mir mal ein paar Sachen angucken. Wenn ihr jetzt schon Ideen habt, was ich mir vielleicht angucken kann zum Speedrun, gebt mir das gerne. Sagt mir gerne Bescheid. Dann gucke ich da mal rein. Außer ich kenne das schon. In ein paar. Ja, das könnte ich echt machen. Das könnte ich auch machen. Oder ich trainiere halt. Ich habe mir eine Training. Ich habe übrigens eine. Tra Ich habe es geschafft, mir einen Trainings-Save, also einen Trainings-Speicherdatei zu machen für Quackshot, um den schlimmsten Raum im Game zu lernen, damit der nächste Mal ein bisschen beeindruckender aussieht, weil der ist sehr, 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 sehr schwer. Da muss man halt mehr oder weniger über einen endlosen Abgrund Parkour machen, performen und das ist schwierig. Aber auch das wird mit ein bisschen Training gehen. Ich meine, wir sehen bei Quest for Glory auch, es wird immer besser. Mit der 38 sind wir übrigens relativ konstant. Wir kommen zwar nicht darunter, aber wir sind super konstant an der 38 dran und das mag ich sehr gerne. Sagen wir jetzt eigentlich was anderes, da ich jetzt Dings heirate?
Mit ihr kann ich gar nicht mehr reden, okay, weil die jetzt da Flöte spielen möchte im Reden, im Regen. Und wer im Regen Flöte spielt, der kann nicht reden, ist ein altes Bauernsprichwort. Und da hält die sich hart dran. Ich guck mal, ob ich irgendeine Mädel finde. Ich weiß nicht genau, was ich mit meiner Zeit machen soll in-game jetzt. Im Moment pimmel ich ein bisschen rum und warte. Es ist wirklich so. Es tut mir auch total leid, dass ich das mache. Alex ist keine Frau. Psch. Warte mal. Arbeitet Maru? Ist das noch? Nee. Ich kenne keine Frauen bei Stardew Valley offensichtlich. Ich gehe nochmal hier rein. Was wird denn auf meiner Hochzeit passieren, wenn das alle meine festen Freundinnen sind? Passiert dann überhaupt irgendwas? Ich werde die Megabombe zu einem Shirt machen. Na sieh hier. Und die Wildfrau mache ich zu einer Hose. Oh, das ist nicht gut. Ihr wollt bestimmt wieder, dass ich das Ding anziehe. Okay, das habe ich alles schon. Perfekt. Ist das denn für eine sexy Hose? Die passt ja perfekt zu meiner. Oh. Die Bomberjacke. Die braune Latzhose. Die Bomberjacke ist doch was. Weg mit dem Smile-T-Shirt. Ja, rumpimmeln, das habe ich so gesagt. Na und? Stimmt ja auch. Ich warte halt nur. Die Girls wollen sich schnell absichern im Kraft. Das habe ich gar nicht gelesen. Das habe ich jetzt gelesen. Fuck. Sorry. So, cool. Ja, jetzt habe ich voll die lila Hose an. It's wartime. Oh nein, bitte nicht. Es ist Kriegszeit. Sexy, auf jeden Fall. Mega sexy. It's the sexiest thing you ever saw. Ach ja, das habe ich übrigens auch gekriegt. Ich habe das verletzte Mal auch. Das Nachthimmel-T-Shirt. Ich glaube, das konnte ich kaufen bei Sandy. Bei Sandy. Und nicht bei Sandy. Patrick, ich habe eine Frau kennengelernt. Sie hat Luft in ihrem Helm. Meinst du, sie ist... Heißt das, sie ist zum Aufblasen? Ich glaube schon. Ja, wir haben alle SpongeBob gesehen. Ihr wisst das. Ihr wisst das. Denn ich weiß das. So. Wir könnten noch mehr Kleidung machen. Ich überlege wirklich, was ich jetzt tue mit meiner freien Zeit. Ich überlege, ob ich noch irgendwas bauen kann. Klar, ich müsste eigentlich noch mehr, ich könnte ein Iridium machen. Ich könnte ein Iridium-Barren machen. Sexy. Warum sagt mir denn keiner was? Boop. Eisenboop. Ich habe auch wieder jede Menge Kohle irgendwie. Das ist auch ganz gut. Ich habe auch ohne Ende Holz. Eventuell können wir auch noch mehr, Fässer machen. Oh ja, wir können auch jede Menge Fässer machen. Wie viele Fässer brauchen wir denn? Um die Seite voll zu kriegen. Das weiß bestimmt keiner. Da muss ich gucken gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück brauchen wir noch. Wenn ich das richtig kalkuliert habe. Wir gucken mal. Wollten wir einen Teich für die Lila Seegurke machen? Du bist eine Lila Seegurke. Wo machen wir denn hin, den Teich? Weiß das einer? Alles klar. Das war einfach. Und wo machen wir den Teich hin? Also hier oben ist... Also hier ist schon relativ packed. Hier können wir nichts mehr hinmachen. Eventuell machen wir den hier hin dann. Nee, nee, das ist okay. Ja, 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 von mir aus. Das Fass am Ende. Können wir da auch schon mal was reinschmeißen? Warum nicht? Machen noch mehr Starfruits. Eine Blaubeere. Kriegen wir einen Blaubeersaft oder Blaubeerwein? Boop, passt, ne? Dann haben wir die Seite doch schon mal komplett fertig. Ist das ein Yatar-Moment? Ich denke schon. Danke übrigens nochmal für die Kleinigkeit, die du dazugegeben hast, Calypso. Das wird mir. Das wird das Ganze erleichtern, sich. Friends of Mineral Town. So. Ich hab Bock auf Friends of Mineral Town. Habt ihr gesehen, wie gut das aussieht? Habt ihr schon Screenshots gesehen? Wir haben vorhin welche kurz angeguckt vom Stream.
Die sind so hyper. Das sieht wirklich toll aus. Ich glaube, es wäre echt ein gutes Spiel, um anzufangen mit Englisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es cool ist. So sicher, dass es cool ist. Was mache ich denn jetzt? An diesem Samstag. Ich könnte nochmal das Prairie-Spiel spielen. Das mögt ihr doch so sehr. Ja! Das sieht wirklich gut aus. Ich hab da Bock drauf. Ich mag auch die Kameraperspektive. Ich weiß, ich hätte noch übrigens, ich weiß, ihr könnt mich jetzt gerne blasphemisch steinigen, wenn ihr wollt. Ich habe noch kein anderes Story of Seasons gespielt. Noch kein anderes. Deswegen bin ich nicht so sicher, ob die Qualität gut ist von den Spielen. Aber das ist das Original Harvest Moon Team. Und wenn die sich nur halb so viel anstrengen wie bei Harvest Moon seine Tierparade, oh boy. Dann wäre das awesome. Sorry. Coffee? Was meine? Das dümmste Item überhaupt, Kaffee. In einer Zombie-Apokalypse möchtest du keinen Kaffee trinken. Du möchtest die fette Waffe haben. Ich wünschte übrigens, die Items würden liegen bleiben. Bei dem Game. Damit du nicht immer gezwungen bist, die Items zu holen. Sofort. Mehr oder weniger sofort. Oh, der wollte meinen Popos. Habt ihr gesehen? Ja, das ist ein gutes Item. This one I like. Ich weiß auch immer noch nicht ganz genau, wie dieses Spiel funktioniert. Ist das wellenmäßig? Kommen die... Kann ich theoretisch keine töten und da kommen erstmal keine? Weil oben die Zeit läuft ja trotzdem weiter. Oder kommen da einfach immer mehr? Oh, das ist auch ein gutes Item to have. Oh, nehmen wir mal das. Go, 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 go! Du magst auch die Spiele, die sonst keiner mag, zum Beispiel? Welches ist unser Spiel, das keiner mag? Außer Wonderful Life eventuell. Und dieses komische, wie heißt das? Wie heißt denn das andere da? Zayo weiß, wie das heißt. Himmelsbaum oder das heißt. Das ist auch nicht so gut. Das mochte ich schon beim Zugucken nicht. Aber das ist auch nicht mehr vom Original Harvest Moon Team übrigens. Also, da müssen wir jetzt mal... Oh mein Gott, sind das viele! Fuck off! Dafür habe ich dieses Item. Oh, oh. Oh. Oh, jo, 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 jo. 10. Ich brauchte 15 Coins. Coins. 15 Coins. Oh, lag mich. Lass mich in Ruhe, du. Arsch. 15 wären gut. 11 ist okay, aber 15 wären besser. Ich wünschte, ich könnte Items verkaufen. Am Ende. Wenn die Dame kommt und mir Sachen verkaufen will. Das ist eine Dame bestimmt. Was habe ich eigentlich für ein Item? Ach, das ist dieses Teleport-Scheiß-Item. Scheiß-Item. A Wonderful Life war ja wohl das Beste, okay. Nee. Light of Hope, das war auch ein Scheiß-Game, yo. Das war auch nicht mehr vom Original-Team. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich mich ein bisschen übernommen. Jop, it's true. Bin halt Fan. Na, also, ich mache da schon Unterschiede. Also, du kannst ja Fan sein und du musst trotzdem nicht alles mögen. Und gerade wenn es nicht mehr vom Originalteam ist, nur du bist ja ein Fan von den Leuten, die das machen. Du bist ja nicht ein Fan von dem Namen. Also, das ist so meine Idee. Also, das behaupte ich jetzt einfach mal. Aber, also. Ja, yeah, Wonderful Life ist, da hast du immer Hunger. Da macht der Magen mal.
Dein Magen macht immer Gru und du weißt nicht, was es bedeutet, wenn du 10 Jahre alt bist, aber dein Magen macht Gru. Und du denkst so, was? Warum macht mein Magen? Was ist Gru? Was ist Gru für ein Ausdruck? Warum kann ich nichts mehr benutzen? Warum kann ich keine Items nehmen? Warum bin ich erschöpft? Weil ich Mittagessen will. Ach so. Ah, Mittagessen. Yum, yum, yum. Ja, bin Fan von Final Fantasy, trotzdem mag ich 13 nicht. Ja, true that. Ist wirklich so. Und vielleicht magst du auch den Online-Teil nicht. Final Fantasy 14. Guck mal, das ist voll der Waschbär oder so. Keine Ahnung. Ich hab jetzt mit dem gekuschelt. Ich weiß nicht, was da. Diddledab, dip, dudelip, dup, didudel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 
Auch wenn ich das wahrscheinlich dann auf Englisch spielen werde. Trotzdem cool. Ich bin da echt ein super Fan von dann. Ich bin auch ein super Fan von der Machart dann. Also generell dann. Guck mal, wie die weg. Also jetzt. Das Problem ist, ich bräuchte jetzt hier einen Händler. Und jetzt haben wir extrem viel Geld. Also nicht so wirklich, aber schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr kleinen Ficker. Ach, ich kann durch die durchlaufen? In dem Mode? Das wusste ich nicht. Wieder was gelernt. Wusstet ihr das? Natürlich wusstet ihr das. Habt ihr mir das gesagt? Nein! Schämt euch. Kaffee will ich nicht haben. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist meistens eh Rotze. Die versuche ich sowieso immer beim Laufen, von daher, weil ich irgendwie nicht laufen und schießen gleichzeitig kann. Was ich immer mal besser beherrsche. Oh, hat er mich erwischt? Der hat mich erwischt, der Sack. Ich hätte gerne 30 Coins. Das eine Leben ist egal. Aber die 30 Coins bis zum nächsten Händler wären halt awesome. Guck, wie viele von den Sackgesichtern da kommen. Die sehr schnell gerade auslaufen können übrigens. Wieder Kaffee. Ah. Ich benutze den gleich, damit ich gleich. Ah ja, da kommt ein Händler. 30. Oh. Spürt meine Macht, ihr Penner. Oh. Jetzt wird in die Hände gespuckt, ihr Süßen. Kinderfreundlich bleiben. Auch wenn mein Kanal wahrscheinlich eh nie als kinderfreundlich eingestuft werden würde, versuche ich trotzdem freundlich zu sein. Guck mal, auch die langsam. Oh, der Fledermausmann kommt oder wie auch der Mottenmann. Oh Gott, 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 ich stehe überall, scheiße, ich hasse mein Leben, oh Gott, weg hier. Okay, das ist gut, Kaffee ist mehr, aber das ist gut, das ist schön. Ich bin im Stress übrigens, falls ihr das nicht merkt, ich bin hart im Stress. Falls ihr das nicht wisst, Stress. Jetzt gerade Stress. Immer noch Stress. Hilfe. Schatz, ich habe Stress. Schatz, ich habe Kinder. Oh yes, das will ich haben. Meine goldene Hasenquote scheint Wirkung zu tragen. Ah, help me. Penner, verpisst euch. Kann ich hier noch mal einen Händler kriegen? Ich habe kein Geld. Moment. Ich will keinen Händler. Alles gut. Ich möchte keinen Händler. Ich möchte Geld. Oh, danke. Oh, wow. Ich möchte von jedem Viewer 5 Euro haben für Stardew Valley Story of Seasons. Wenn ich jetzt hier schon mit dem Geld. Das wäre krass. Dankeschön übrigens nochmal für die Kleinigkeit, Calypso. Das freut mich. Sollen wir das echt machen? Mit Story of Season nächste Woche? Ich hätte da Bock drauf. Und das einfach anfangen. Und wenn wir halt noch nicht mit Stardew Valley fertig sind. Vielleicht verfrachte ich das dann wirklich nach YouTube oder so. Das ging letztes Mal nicht. Und dann ist es halt so. Und dann schneiden wir die faulen Enten einfach ab. Geht weg. Ich meine, das mit der heftigeren Munition ist schon deutlich besser. Oh Gott. Wer ist euer Gebieter, ihr kleinen Waldwesen? Hä? Wer ist euer Meister? Hä? Wer hat's drauf, hä? Wer hat's drauf? Ja, sagt ruhig meinen Namen, hä? Ihr kleinen, ihr werdet alle. Ich werde das. Ich weiß nicht, was ich werde. Ich habe den Faden verloren. Help me! Oh Gott, Alter, das ist so schwer. Aber wenn ich Scheiße laber. Purer Stress. Ja, Hammer! Ich schmeiß mal den Kaffee weg übrigens. Das ist das Letzte, was ich brauche. Vor allem, die sind so schnell und das Layout ist so gefährlich. Ich weiß auch nicht, was ich zuerst töten soll. Ich weiß auch nicht, wo ich hingehen soll. Seht ihr das, was ich meine? Guck, wie gefährlich das ist. Oh ja, Kaffee, den will ich haben. Nom, 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 nom. Gut.
Und noch mehr Kaffee, oh yes. Ich darf nicht mehr sterben. Die Level werden nicht einfacher. Das Problem ist, ich muss mich aktiv entscheiden, was ich zuerst töte. Und das ist etwas, das kann ich nicht. Dafür spiele ich dieses Spiel zu wenig. Außerdem frage ich mich, warum manche von diesen Pilzpennern zwei Schüsse brauchen und manche einen. Und entweder bin ich doof und ich erkenne irgendwas nicht, oder ist es eventuell der Durchschuss, der dann nur einen Damage an dem macht. Ach so, ja, okay. Der Durchschuss verringert dann den Damage auf den nächsten Gegner. I see. Oh, schon wieder Kaffee, na supi, Alter. Er hat nicht nach rechts geschossen. Er hat nicht nach rechts geschossen. 45, da gibt's noch mehr von dem. Nix. Ich überlebe das nächste Level sowieso nicht. Oh, vielleicht doch. Ich waste meine Überlegenheit. Ist egal. Ja! Oh Gott. Guck mal, wie der frisst. Schön. Ecke raus. Ein Pre-Shoot. Zwei Leben fürs letzte, vielleicht hoffentlich letzte Level? Let's go! Ich meine, ich habe fetten Durchschlag. Ja. Okay, die sind zwei Schüsse, das ist okay. Gut, ich habe wieder Leben gekriegt. Das Spiel will endlich besiegt werden, habe ich das Gefühl. Aber die sind heftig. Guckt euch das mal an, wie viel ich da schießen muss, um einen so einen Idioten da zu erledigen. Alto Bellido. Vergiss das Geld, oh. Da kommt keiner mehr hin. Guck, wie viele das sind! Wenn einer von diesen Fliegepennern in meiner Ecke spawnt, then I'm dead. Oh Gott! Ich meine, die sind langsam zum Glück. Trotzdem muss ich irgendwie weg. Jo, oh, get cornered! Oh, das ist gut, das ist gut. Das will ich. Irgendwie will ich das. Nee. Schade. Es ist schwer, Items zu holen hier in dem Level. Wow. Es fehlt mir eine Münze. Oh, das ist ärgerlich. Okay, auf geht's. Eine Münze, Leute. Guckt euch dieses offene Level an. Guckt euch dieses bittere offene. Ach, meine Güte, das wieder. Wie soll ich das schaffen? Holy fucking shit, ich hab gar nicht den. Ich hab gar nicht die Knarre dafür, um das zu packen. Guck, wie lange ich für einen brauche von denen. Für einen. Und da kommen einfach 100 Stück. Weg. Alter.
Ich habe die 20, ich muss nichts anderes mehr haben. Mit dem Item ist es relativ einfach, ein Glück. Denn das Kaffee ist nochmal 5er. Nehme ich auch mal mit. Den Kaffee lasse ich liegen, der ist mir noch ein 5er, perfekt. Hohohoho, das war knapp. Ich nehme nochmal jemanden Teleporter, weil ich sonst nicht weiß, was ich machen soll. So viele Chat! Help me! Motivate me! Oh, lass uns das schaffen, ey. Das ist so schwer. Guck mal, wie viele da kommen von links. What? How? Sobald ein Dämon von der linken, von meiner Seite kommt, hat sich das erledigt. Ihr ganzen Penner. Das war knapp, da wäre ich fast in den reingelaufen, in den einen Penner. Achso, sind die letzten. Okay, ein Glück. Kommt noch mal ein Händler? Nee. Völlig offenes Feld. Ich glaube, hier war ich schon mal. Letztes Mal war das, glaube ich, das längste, das weiteste, wo ich letztes Mal gekommen bin. Ich meine, das Gute an den Dämonen diesmal ist, ich kann, ich habe einigermaßen, ich habe einigermaßen Geschwindigkeit. Ich meine, ich habe einigermaßen Durchschlagskraft, um das zu halten. Ja, ich darf nicht an die Ecken, Alter. Ich darf nicht an die Ecken, 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 nicht an die Ecken. Holy fucking shit! Wie soll mein kleines Gehirn das irgendwie komprimieren? Ficke er sich. Entschuldigung. Entschuldigung, ich will versuchen, interessanten Content zu geben und ich werde... Oh mein Gott, Dämonologie ist ein Fach in meiner Biologie. Pisse er sich, geh weg und oh nö! Von den anderen Sekten kommen auch immer mehr. Ich hab's gesehen, Ne. Ey! Unmenschlich! Guck dir das an! Ihr seht das aber alle, oder? Ihr seht das aber alle, diesen Bullshit hier, oder? Alles klar. Gutes Spiel. Super. Spaß gemacht. Bullshit. Zeitverschwendung, ey. Schade. Aber ich sag's noch einmal. Bullshit! Also. Und ich meine, völliger Bullshit! Millionär, sagte er. So, jetzt bin ich voll verkrampft durch den Kram da. Neuer Erfolg, Millionär. Und ich rieche sehr verschwitzt. Jetzt wisst ihr das auch. Ich habe Stress gehabt. Hardcore, heftigen, super üblen Stress.
unfucking fassbar, dieses Spiel. Also wirklich. Morgen gibt es den ganzen Tag Regen, das ist gut. Habe ich eigentlich jetzt eingetragen, wenn ich Hochzeit habe? Ach ja. Australiens und Leas Hochzeit. Oh ja, yay! Das ist cool. Käse ist fertig. Kann ich echt kann ich hier eine Truhe reinbauen? Ist das eine Möglichkeit, die ich habe? Das wäre ganz cool. Oh, wer hätte gedacht, dass ich das schaffe? Echt? Nee. Hätte ich gedacht, dass ich das schaffe? Niemals. Wer ist denn schon mal so weit gekommen bei dem Ding? Fragen wir mal die Frage. Die Frage ist mir für mich viel interessanter. Ich könnte das gerne alle beantworten, wie gesagt. Auch YouTubes. Alle dürfen diese Fragen beantworten. Wer ist bei dem Spiel schon mal so weit gekommen? Wer hat das besiegt, vor allen Dingen? Das ist noch viel interessanter. Für mich scheint das echt... Also ich probiere das ja jeden Stream ungefähr einmal. Aber das ist absoluter Bullshit. Ich glaube, seine Fahrer... Oh ja, das ist nett. Wenigstens einer. Ich glaube nicht mal selbst daran. Oh boy. For real, ey. Hammer. Total nicht gut in dem Game, ja. Erzähl mir das. Ich bin auch nicht gut drin. Mach das, danke dir. Ah, das Game, das ist einfach nur frech. Ich finde, das ist einfach wirklich frech. Das erste Level nicht mehr geschafft. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Wirklich frech, das Game. Ich frage mich immer noch, wofür ich die Apfelbäume habe und so. Ich habe die zwar, aber du kannst einfach nichts aus den Äpfeln machen. Das ist total traurig. Du kannst sie wirklich nur verkaufen. Für einen Spottpreis, nee. Touch. Touch. Touch, touch. Das Gute ist jetzt, mit zwei Ziegen kriege ich fast täglich Ziegenmilch. Das ist cool. Oh, jetzt tun mir die Sehnen in den Armen weh, doch. Unfassbar, weil ich mich so verkrampft habe für den Kram. Jetzt ernsthaft. Also im linken, in den WASD-Tasten, die ich jetzt gerade mit der rechten Hand mache, so halbherzig. Oh Gott! Oh, verdammt. Help me. Ich werd alt. Ich werd Gaming alt. Mein Körper ist verschlissen von dem vielen Gaming, das ich immer so betreibe. Von dem vielen Gaming. Ihr wisst schon, die 3 Stunden Stream, die ich alle 2 Tage vielleicht schaffe. Davon ist mein Körper völlig ruiniert. Stopp, hör auf, die Reusen einzusammeln, du Sack. Pack dir da wieder rein. Ein Hummer. Wir müssen einen Hummer fangen. Vielleicht, maybe.
war ja echt was, oder? Ich könnte auch noch mehr Mayonnaise-Maschinen machen. Weil ich ja auch mehr Eier habe. Und muss das dann nicht immer so zurückstellen. Bauen nochmal zwei. Und vielleicht haben wir noch irgendwo Holzboden. Dann nutzen wir den erst. Haben wir nur 8 Holzboden. Ah, das hat mich jetzt aber frustriert, du. Verdammt. Schade. Also, aber ich habe mein Bestes gegeben. Das könnt ihr mir zumindest glauben. Also ihr müsst nicht, aber ihr könnt mir das. Also ihr könnt das schon glauben. Dass ich mir ein allerbestes gegeben habe. Ihr könnt mir ruhig glauben, dass ich mein allerbestes gegeben habe. Old Gamers Rules. Old Gamers Rock. Ah, ich glaube, das ist besser mit den mehr Mayonnaise-Maschinen. Dann geht das wieder. Dann rollt das hier wenigstens mal ein bisschen, so. Und wir haben nicht immer diese Eventualitäten von, ja, da kommt dann noch irgendwas. Okay. Wie verbringen wir den Tag heute? Oh, Entschuldigung, ich muss mal eben kurz vom Rechner so ein bisschen weg. Und ihr sagt mir, was wir heute machen können. Mine und Monster töten für, oh, fuck. Oh, Entschuldigung, alter Mann. Alter Mann wird alt. Tut mir hart. Oh. Hört man das? Ist das jetzt A ist mehr Körperknacken? Pass auf. Ah, hört man nicht. Schade. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich guck mal eben noch was ganz schnell was anderes. Bin gleich sofort wieder da. Och, was, warum hab ich die denn noch auf? Warte mal eben. Kein Wunder, dass hier irgendwas nicht läuft. So, das machen wir mal so. Und hier machen wir mal eben. Ich guck mal eben gerade was. Einen Moment. Ja, das habe ich mir gedacht, okay. Ja. Gut. Fischen. Echt, wir sollen angeln. Wir können angeln, ja. Weißt du nicht warum? Kann man Hummer angeln? Wahrscheinlich nicht, oder? Wo soll ich denn angeln? Im Ozean? Ich habe auch gar kein Bait. Ich habe auch gar keinen Köder. Ich hätte gerne nochmal so einen Schatzköder, das wäre cool. Ah. Aber bei Fischen machen wir den Tag wieder so künstlich lang, glaube ich, oder? Ich das Angeln Minigame. Wir gucken mal eben, ob er Dings verkauft, ob er Köder verkauft, ob der überhaupt da ist. Ja, wenn wir nicht einen Schatzjäger haben, genau. Perfekt. Okay. Lass uns mal versuchen zu fischen. Warum nicht? Hier? Ich meine, klar, das Fischen wäre natürlich gut für den Angelskill. Keine Frage. Oh, das wird nur Gold. Oh, eine Seegurke, cool. Die nehmen wir doch mit. Dafür sind wir doch hier. Der metallene Anhänger und die farbenfrohe Luftschlangen sind eine verlockende Spektakel für Fischer. Erhöht die Beißrate von Fischen. Okay, das ist auch nicht schlecht. Wenn ich noch mehr angeln will. Aber ich will wirklich Schätze, wenn haben. Sowas zum Beispiel. Das will ich haben. Seetang. Cool. Wir könnten wirklich noch einen zweiten Fischteich bauen. Einen vierten, glaube ich, dann Fischteich bauen. Für die lila Seegurken. Da war ich nicht schnell genug für die Super-Seegurken. Können wir machen, oder?
Da haben wir wenigstens so ein bisschen Plus. Bin ich zu doof zum Angeln? Die Antwort ist übrigens ja. Trotzdem will ich sagen, was mache ich falsch? Habe ich vergessen, wie man angelt? Okay. Das war strange. Eine Geode. Und ja, ich vergesse diesmal auch nicht, die aus dem Angelmenü oben rauszunehmen, die Sache. Stick. Ich habe eine Frage an euch, wenn mir das wieder aufgefallen ist, weil ich das wieder extrem lustig finde. Es tut mir leid, dass ich das lustig finde, aber ich muss über sowas reden. Ich habe ja vorhin gesagt, hier, bla bla, Friends of Mineral Town, Englisch, bla bla. Da habe ich ja gesagt, hier, für die Leute, die kein Englisch das nicht wollen oder die auch schon im Vorfeld gesagt haben, es haben ein paar schon gesagt, ah nee, Englisch, da bin ich da nicht mehr dabei, weil ich kann nicht Englisch. Ist ja kein Problem. Und das ist ja kein Problem. Ich habe ja nur gesagt, ist halt dann. Ist, wir wissen das schon, die Antworten. Ne? Wir wissen, ja, da sind welche, die kennen kein Englisch, das ist ja nicht schlimm. Hab ich damit was Falsches gesagt? Weil dann gehen sie nämlich gleich wieder raus und sind wieder gleich beleidigt nach. Über einem Jahr Support gehen die Leute dann raus. Und, nee, das lasse ich mir aber nicht sagen. Nee, das lasse ich mir aber nicht sagen. Nee, dann gehe ich jetzt weg. Dann gehe ich jetzt auch schon weg, obwohl ich den deutschen Kram vielleicht mag oder auch nicht. Ja, ist okay, cool. Warum ist das immer so? Warum sind die Leute immer so schnell? Mimimi, Alter. Ohne Witz. Denk mal, ich wäre so schnell Mimimi, do. Dann wäre hier, da wäre gar kein Stream mehr, do. Dann wäre nur noch, dann könnt ihr auf dem schwarzen Bildschirm starren, do. Ah, Willi, hallo. Hab ich gehört. Ah, er guckt zu. Ah, hier wird also gezaubert, hier wird also geangelt, ey. Lass mal sehen. Piss dich, das ist meine Stelle, du Arsch. Nein, du darfst nicht. Halt deine Angel nicht in mich rein, geh weg. Hör auf. Du machst mir Angst. Angelt der jetzt einfach in mir? Ich frag mich, was er findet. Nur Schrott in den Kisten drin, ne? Alter, ich habe noch nicht einmal was richtig Cooles in der Kiste gehabt. Ich weiß, man kann da Dinosaurier-Eier und so an allen Kram kriegen, aber... Bis jetzt hat mich das noch nicht so richtig umgehauen, das Angelfeature. Mehr Seetang. Jetzt geben sie mir auch keine Fische mehr, nachdem Satz habt ihr gemerkt. Upp. Achso, war übrigens eine berechtigte Frage. Habe ich mir vorhin irgendwas Schlimmes gesagt? Ich habe nur gesagt, dass mir das klar ist, dass manche nicht beim englischen Content bleiben. Dass man sich dann deswegen auch vielleicht nicht darüber Gedanken machen sollte, muss, was dann Englisch so gespielt wird. War zu viel, oder? Entschuldigung. Entschuldigungsvideo bei YouTube kommt. Gott, ist Iridium-Erz drin. Ach, das hatte ich auch schon mal drin, ja. Iridium-Erz hatte ich auch schon mal drin beim Angeln, das stimmt. Entschuldigungsvideo bei YouTube kommt. Für alle empfindlichen Gemüter. Und eine Schatzkiste in einer Schatzkiste. Das ist cool. Ah, oh, ich wollte gerade einen Schluck trinken. Ich war noch nicht bereit. Entschuldigung. Ich habe den Fisch entkommen lassen. Ich wollte sowieso noch einen Vlog machen die nächsten Tage. Wow. Chill, Dude. Ich habe die ganze Zeit nur mit Sardinen zu kämpfen. Die konnten sich nicht mal bewegen. Was bist du jetzt für einer? Hä? Oh, wow.
Ein Kämpfer, hä? Stopp! Was ein Sack! Du bleibst an meiner Angel. Ich hab dich am Haken. Der alte Wurm ist schon rausgeholt. Das ist wahrscheinlich Willi. Das ist Willis Haken, den ich jetzt hier am Haken hab. Wir kämpfen einfach dagegen. Wir kämpfen einfach umeinander. Gib mir das! Ist das eine super Seegurke? Nimmt halt jeder anders, dann kannst du es machen. Ja, ich weiß. Du hattest ein Iridiumband beim Angeln. Warum hab ich dann teuer eins hergestellt? Das finde ich ja wieder Mist. Das finde ich ja doof, dass du so coolen Loot gefunden hast beim Angeln. Und ich nicht. Das finde ich nicht okay. Ich weiß, es gibt sogar eine Waffe beim Angeln. Das weiß ich. Und weiß, das ist unfassbar cool. Ich weiß, es gibt eine Waffe beim Angeln. Eine exklusive Meerwaffe. Was gibt's da? Gut, oh Gott, oh Gott, Stiefel. Da gibt's Stiefel. Habt ihr gesehen, wie träge der Fisch ist? Guckt euch das mal an. Der ist müde. Nein, dein Angelgerät ist kaputt. Warum? Ein Dreizack gibt's doch. Ein Dreizack wäre cool. Im ersten Frühling hattest du das Iridiumband. Super! Ist cool. Ich meine, es ist cool, wenn es da wirklich alles gibt beim Angeln. Ich meine, es ist natürlich eine richtig heftige Glückssache, dann ist es schön. Es ist schön, wenn da was drin ist, wo du sagst, boah, das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, ich finde das Angel-Minigame gut bei dem Spiel. Ich mag das Angel-Feature hier. Es ist nicht einfach nur eine Taste drücken, es ist ein bisschen mehr. Das mag ich. Perfekt. Oh, ein Iridium, weißer Thunfisch. Wir packen den Stock weg. Cool. Alles klar, ich habe keinen Platz mehr. Let's go! Lass uns nach Lobobste gehen und dann irgendwie nach Hause oder so. Schauen wir mal. Am Anfang hast du das Angeln gehasst. Ja, das, ja. oh, ja. Oh ja. Es ist auch immer noch schwer. Je nachdem, was für einen Fisch du da an der Angel hast, kannst du es auch vergessen. Ich pack mal die Seegurken weg. Ich pack die Sardinge weg. Ich pack die Muschel weg, die Schneck weg. Ich pack die Thunfisch weg. Ich pack die Sardell weg. Ich pack die... Habe ich jetzt den Superfisch nicht mitgenommen? Habe ich dann nur das Treibholz weggeklickt und auf OK gedrückt? Wahrscheinlich habe ich das, richtig? Na, ist nicht so schlimm. Das passiert mir öfter. Und ich denke immer bei, okay, sortiert ihr das in mein Inventar. Hier habe ich aber auch keinen Hummer, nicht? Ich habe aber hier noch welche von den Ködis. Die Ködis sind noch da. Hat schon was gebissen an der Reuse? Nö. Das glaube ich immer erst am nächsten Tag, mal. Habe ich gerade mal einen Stoff verkauft? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Ne, den habe ich hier unten. Du versuchst einen super seltenen Fisch zu fangen. Ja, es gibt hier irgendwie so, es gibt so Königsfische, wie bei, auch wie bei Harvest Moon, nicht? Also so Rare Fischis, die es nur einmal gibt. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ist das was fürs Ingame zweite Jahr oder fürs dritte Jahr, wo wir dann alle Rare Fische versuchen zu fangen. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool. Es ist 22 Uhr, soll ich schon ins Bett gehen? Ich weiß es noch nicht. Ich könnte theoretisch alles raussuchen für einen weiteren Fischteich. Und den machen wir dann wirklich hier runter. Ich zeige euch nochmal, wohin. Ich mache hier nochmal frei. Ich glaube, hier wäre nochmal ein Fischteich ganz okay, denke ich.
Ich denke, das sehr okay. Ich sehe, das sehe ganz okay aus. Ah, stirb! Stirb! Stirb, kleiner Baum! Da brauche ich Platz. Der ist krass schnell. Ja, das glaube ich. Die Seegurke gerade war schon heftig. Und das war wahrscheinlich langsam. Na, lass mal ins Bettchen gehen, das geht schon. Geht schon! War ich jetzt eigentlich schon bei der Hutmaus, seitdem ich die 1 Million, seitdem ich das 1 Million Achievement gemacht habe? Wir müssen mal gucken, was es neue Hüte gibt. Morgen ist Hochzeit! Übrigens, es ist erst 8:30. Also, Realtime jetzt. Wie kann es noch so früh sein? Ich hab das Gefühl, wir spielen schon voll lange das Spiel. Silberqualität. Ich kann das echt nicht da rausholen. Merkwürdig. Grüße aus der Kaliko-Wüste. Besuch mich mal hier draußen. Mir ist echt langweilig. Trauriger Smiley. Ich habe ein Geschenk aus der Wüste mit reingepackt. Du kannst vorbeikommen und persönlich danken. Sandy. Tomka-Soup. Soup! Ich glaube, ich kann mit meinem Pferd dran vorbeireiten und Sachen aufsammeln. Das wusste ich nicht. Neue Erkenntnisse. Hopfen essen, nein. Immer irgendwas in die Hand nehmen, was nichts kaputt machen kann. Wir haben das gelernt. Ich hab bei jedem Harvest Moon schon mal Pflanzen kaputt gemacht. Auch hier bei Stardew Valley. Also mit meiner Ungeschicklichkeit. Gut. Aber man muss doch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das rausheben können. Ich bin mir sicher, wir können die Flasche Wein irgendwie rausbekommen. Wir gucken mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du sagst, okay, du machst es jetzt da rein und du musst es dann 1 Million Mal da drin lassen. Weil sonst hätten die auch sagen können, du brauchst auf jeden Fall Iridium-Qualität. Bringe einen Iridium-Barren, alles klar. Du brauchst auf jeden Fall Iridium-Qualität, Wein. Wenn man das nicht vorher rausnehmen könnte. Und das glaube ich nicht. Ja. Okay. Gebe ich den Lava-Aalen ein Iridium-Barren? Oder ist die Population der Lava-Aale gerade gut genug, dass ich das nicht machen möchte? Ich meine, das ist teuer. Ein Iridium. Ein Button. Ein ganzer Button. Nicht einen halben. Oder Gold oder so. Letztes Mal wollten die Bomben haben, jetzt wollen die Iridium. Hammer. Ich bin der Bauer von nebenan und ich kupfer an meine Farm und da sind Dinge drin. Yes. Alles meins. Und die ich mich nicht mehr selber kümmern muss. Es ist zwar ein bisschen blöd, dass die Tiere deswegen ein bisschen weniger Liebe kriegen, aber es ist definitiv einfacher. Ja, auf die Krabbenhäusen immer wegzunehmen. Zack. Vielleicht brauche ich wirklich welche am Meer, weil hier kriege ich immer diese Flusskrebse. Okay. Ich nehme jetzt den Kram mit, um ein weiteres Becken zu machen. Das haben wir gesagt. Ich nehme das mal mit. Ich weiß nicht, ob ich Holz brauche, aber ich glaube nicht. Aber ich brauche auf jeden Fall Steine.
Ich hoffe, ich habe genug Steine. Und ich brauche noch Algen. Die habe ich auf jeden Fall auch. Und da unten der Platz ist frei, ja. Alles klar. Gut. Oh, es juckt im Auge. Moment. Ich bin übrigens im Fischen nicht aufgelevelt. Ich wollte euch nur sagen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich bin in meinem Fischlevel nicht aufgestiegen. Das ist schlecht. Ich dachte wirklich, das wird was. Ich laufe übrigens daneben, weil ich gerade abgelenkt war. Entschuldigung. Effektive Tage, wie immer. Boop. Mal eben gucken. Okay. Oh, ich muss 100 Steine kaufen. 70 Steine muss ich kaufen. 7 mal 7000. Nee. Doch. Nee. Never. Mm-mm. Da gehe ich Steine. Da nutze ich jetzt die Gelegenheit und gehe in die Mine. Und kloppt gleichzeitig ein paar von den Monstern weg, die ich noch brauche. Aber ich kann nicht 70 Steine kaufen. Das ist Wucher. Das mache ich nicht. Das können die anderen. Das können gerne die anderen machen. Aber ich mache das nicht. Das könnt ihr gerne alles selber für euch alleine erleben und entdecken. Und ihr könnt selber euch da aufregen, wenn das so viel Geld kostet. Aber ich mache das nicht. Das ist mir viel zu viel Geld und oh, das mache ich nicht. Das nö. Einfach nö. Nö, nö, sag ich. Nö. Das ist überhaupt nicht akzeptabel, ist das nicht. Nö. Nö, nö, nö. Nö. Einfach nö. Nö. Achso, Kalypso, ich zähle die 5 auch für Dings, ne? Da ist bestimmt auch in dein Interesse. Ich zähle die 5 auch für Pams. Für Pams Haus, nicht? Soll ja nicht umsonst sein. Außer du möchtest nicht, dass Pam ein Haus kriegt. Dann kannst du es sagen. Aber sonst würde ich das dazu zählen. Außerdem brauchen wir immer noch Fussel. Und Schleime. Und offensichtlich müssen wir keine Geister töten. In deinem Sinne, ja, habe ich mir gedacht. Aber damit du Bescheid weißt. Das heißt, da sind wir auch nicht mehr weit weg davon, dass wir das machen. Wenn ich jetzt heirate, kriegt meine Ehefrau in-game, kriegt die nochmal extra Herzen? Kann ich da noch mehr mitmachen? Kann ich die mehr beschenken? Ich meine, ich finde es morgen in-game raus, aber... Der kommt freiwillig. Nett. Boah, der Berserkerring ist wirklich viel besser, als ich dachte. Das mit dem schneller Laufen ist awesome, um die alle zu töten. Ernsthaft, das geht so fix. Der Buff hält auch okay lange.
Okay, ich finde es. Achso, ja. Was habe ich irgendwie für ein Zweitring? Das Iridiumband natürlich, klar. Magnetring, Leuchtring und Amethystring und Angriffskraftring in einem. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ah ja, außerdem wisst ihr, ich habe Kampf auf Level 10 auch irgendwie erreicht, falls ihr das nicht wisst. Und ich bei jedem kritischen Treffer ist es jetzt sofort ein tödlicher Treffer. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Gegner kritte, ist der Toast. Und das ist gut. Gerade bei den stärkeren Monstern stelle ich mir das ganz gut vor. War da keine? Habe ich keine Leiter gefunden? Ich stelle mir vor, dass ich gerade eine Leiter gesehen hatte, aber anscheinend nicht. Omnis, das ist gut. Mehr Omnis, sehr gut. Na komm. Oh, verfeinertes Quarz, nice. Da muss ich das nicht brennen. Und als nächstes würde ich gerne eine Obsidian. Ist klar. Obsidian-Sachen würde ich gerne machen jetzt. Ich bin immer noch in Minecraft drin, so ein bisschen. Ich würde gerne Iridium-Spitzhacke machen. Das wäre auch gut. Hallo, Sayo. Ich glaube, das wäre das nächste Ziel so. Deswegen möchte ich eigentlich kein Iridium an meine Fische geben. Einen ganzen Barren Iridium. Ja, meine Lava-Aale haben sich jetzt entschieden, die möchten sich doch nicht in die Luft sprengen mit der Megabombe. Die würden jetzt gerne Iridium-Barren haben. Als Wiedergutmachung oder so. Das. Als Preis, dass sie sich nicht in die Luft gesprengt haben mit der Bombe. Was kriegt man eigentlich davon, wenn man den ganzen Fussel getötet hat? Ich meine, ich muss 500 von diesen Lappen erledigen. Bam, 10 Steine plus. Golderz. Laufgeschwindigkeit. Ja, du hast mir eine Bombe gegeben, okay? Und jetzt wollen wir Iridiumerz, aber ihr habt doch die Bombe gekriegt. Ja, wir werden dich jetzt damit bedrohen, wie jetzt? Naja, entweder du gibst uns Iridiumerz oder wir springen die ganze Farbe in die Luft, also los! Okay. Achso, warum ich in der Mine bin, ist nur für dich, Sayo. Nur für dich bin ich in der Mine, weil du hast gesagt, ich soll noch einen Fischteich machen. Ich habe nicht genug Steine. Deswegen gibt's jetzt Steine. Irgendwie. Ich glaube, da stellen wir uns ganz gut an. Wir haben jetzt auf jeden Fall die 70, die wir brauchen. Yes. Yes. Kommt her. Ihr kleinen Hupsel-Fupsel. Okay, ich laufe so schnell, dass der Magnetring nicht mehr hinterherkommt. Das ist so gut, ey. Viel zu viel Erz. Ich brenne das alles gar nicht mehr. Ah, ist traurig, wenn man zu viel von Dingen hat. Und wir haben zu wenig Dioden trotzdem, auch wenn ich jetzt die Omnis gerne doch behalten möchte. Ist da vorne einfach nichts auf dem Platz? Kann auch nicht wahr sein. Deswegen bin ich froh um die Gefrorenen. Hier ist nichts drauf, das ist ja krass. Ich bin froh um die Gefrorenen.
Dioden, damit wir die aufbrechen können. Vielleicht kriegen wir noch was. Wir brauchen noch ein bisschen Steine, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Edelsteine. Gucken wir mal. Da fehlen noch ein paar. Und es fehlen noch zwei Artefakte fürs Museum. Also, Museum ist noch nicht fertig. Und ich weiß nicht, was es noch alles fürs Museum gibt. Aber wir müssen es nicht voll kriegen. Ein Glück habe ich mir diese Aufgabe nicht gestellt. Ich glaube, das könnte sehr ätzend sein. Weil wir herausgefunden haben, auch im Artefaktfund können ja Duplikate drin sein. Wenn wir das machen bei der Karawane in der Wüste. Das war ein Crit, oder? Warum ist der Geist nicht gestorben? Das ist ja immun gegen meinen Crit. Boop. Okay. Aber ist gut gelaufen. Ich bin zufrieden. Tasche ist voll. Nur guten Kram gekriegt. Yatta. Ich habe kein Yatta, ich muss aber Big Win machen. Yatta kommt wieder rein. Ich vermisse Yatta auf meinem Soundboard. Okay. Wir könnten erstmal mehr Kupfererz bringen. Guckt euch an, wie viel Kohle ich gemacht habe. 20 Kohlebrocken gemacht, das ist gut. Jo. Yatta. Wir haben 10 Geoden, die wir öffnen können. Das ist gut. Ich weiß nicht, wie das am Hochzeitstag übrigens funktioniert. Deswegen kommst du gerade richtig, Sylvan. Wir haben auch jetzt Hochzeit am nächsten Tag. Ich wollte nochmal eben ganz schnell gucken, ob ich den Wein nicht doch hier rauskriege. Also man kriegt die Sachen auf jeden Fall auch aus dem Ding raus, wie ich mir das gedacht habe. Okay, cool. No Wedding Day! Oh ja, wir brauchen ein cooles Hochzeitsoutfit, sagt Zayo. Das stimmt. Wir gucken mal. Ihr dürft mein Hochzeitsoutfit raussuchen, okay? Wenn ihr wollt. Außerdem Calypso. Oh, what? Außerdem Calypso. Mir fällt gerade was auf. Warte. Warte. Guck dich so ein bisschen die Hochzeitsszene an. Bin gleich wieder da. Bin gleich wieder für euch da. Aber mir fällt was auf. Und ich finde das nicht schön. Ich finde das jetzt gerade nicht schön, dass das nicht so ist. Deswegen müssen wir das jetzt ändern. Und zwar. Ist hier? Wo ist denn Rolls? Weißt du denn, wo Rolls ist? Rolls Manager. Genau. Da hätte ich gerne Add New. Und zwar. Genau, und ich hätte gerne das hier. Alles klar. Perfekt. Ich glaube, das steht hier ganz gut. Herzlichen Glückwunsch. Das ist mir aufgefallen, das wollte ich unbedingt noch ändern. So, jetzt können wir auch Hochzeiten. Als Australion nach Pelikan kam, wusste niemand, ob er in unsere Gesellschaft passt. Übrigens, da sind auch die anderen ganzen Heiratskandidatinnen. Ich denke mal nicht, dass ich in diese Gesellschaft passe, die ich alle Frauen weggemacht habe. Aber ab heute wird Australion, wie jeder einzelne von uns, ein Teil dieser Stadt sein. Es ist mir eine große Ehre, am heutigen 9. Herbst Australion und Lea zu vermählen. Keine Einwände? Keiner? Nun, dann lass uns mal anfangen. Australion, Lea, als Bürgermeister von Pelikan und örtlicher Träger des Ehesiegels erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ihr dürft euch jetzt küssen. Oh Mann, so, yeah, Baby. Das Leben wird von jetzt an anders sein. Ob die anderen jetzt Herzen verlieren, das frage ich mich auch. Aber die Zukunft sieht rosig aus. Rosige Backen vielleicht. Rosige Klatschbacken. Es ist einfach immer noch derselbe Tag. Es ist einfach...
6 Uhr morgens, hier habt ihr eure Hochzeit. Fuck you. Die Hochzeit war wundervoll. Nicht wahr, lieben Jan? Es hat nicht mal 10 Minuten gedauert. Voll geil. Wir dürfen den Hof nicht vernachlässigen. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Nicht mal Flitterwochen? Lame. Die anderen sind jetzt ledig. Ledig. Und ich habe noch 4 Herzen. Ich kann 4 Herzen plus machen bei Lea. Oh, Maxi, Maxi Soup. Hallo Australien. In dieser Woche halten wir das Stardew Valley Volksfest ab. Die größte Veranstaltung, 9 Gegenstände, Bürgermeister Louis. Ist es morgen? Oh. Pragmatische Hochzeit, ja, klar. Ich meine, wir hätten 3 Tage vorbereiten müssen. Da, oh, jetzt hätte ihr ein eigenes Zimmer jetzt. Okay. Nee, ist nicht morgen, okay. Ach ja, guck! Die hat ihre eigene kleine Artgalerie. Ich weiß nicht, wo ich den Raum jetzt her habe, aber von mir aus. Kann ich dir irgendwas schenken? Hab ich Salat? Tee? Ich bin mit ihr verheiratet, ich kenne sie einfach gar nicht. Und warum steht sie nicht oben an erster Stelle übrigens? Das geht mir auf den Sarg. Liebt Wein, liebt Trüffel, liebt Mohnmuffins, liebt Ziegenkäse, liebt Salat, liebt Ziegenkäse. Ja, hat Robin in 10 Minuten eben gemacht. Kein Ding. Ziegenkäse für Lea, los! Ja, die Hochzeit war eigentlich so ganz schön. Ich mag das halt nur nicht, weil das jetzt kein anderer was sagt. 10 von 14. Den guten Leguan. Ich könnte es auch wie bei Golden Boy machen, den Torpedo benutzen als meine ultimative Liebestechnik. Hat jemand von euch Golden Boy gesehen? Andere Frage, warum habt ihr Golden Boy nicht gesehen? Dann wüsstet ihr jetzt, was ein Torpedo ist. Du würdest ja auch lachen. Zu alt für sowas. Quatsch. Zu alt für Golden Boy? Man kann nicht zu alt für Golden Boy sein. Ist unmöglich. So, guck mal, wir haben jetzt hier Artischocken. Ich mag Artischocken übrigens. Ich bin ein großer Artischocken-Fan. Sind zwar bitter, aber dann sind sie auch irgendwie lecker. Also ist perfekt. Welcher ist der beste Anime und warum ist es Golden Boy? Ja, das ist fast so richtig, ja. Selbst wenn man Animes nicht mag, ist Golden Boy cool. Das sind ja noch. Geht ja auch schnell rum. 96. Ein guter Freund war er, ne? Was mit 96? Ja, so gut. Dann machen wir die Artischocken weg. Das 96 kam Golden Boy raus, der Zahl gerade. Da waren wir alle noch knackig. Ich war knackig. Ich war schön knackig da. Ich pack mal die Artischocken rein. So ein paar Artis kann man mir reinpacken. Golden Boy ist Kult, yes. Das ist korrekt. Und das war wirklich nicht schlimm. Solange es nicht Golden Girls sind. Und es ist auch nicht schlimm. Also allerdings, oh ja, ist voll der Porno. Das ist doch so ein Hentai, da ist das da mit diesen Tentakeln und so. Nein. Nein, eigentlich nicht. Und es ist noch lange kein High School of the Dead. Nicht mal. Annähernd. Von daher. Alles gut. So. Okay. Ach, wir gucken mal, jetzt können wir hier noch mehr von dem. Der stört mich nicht. Ja, irgendwie hat sich jetzt. Also bei den Mädels hat sich jetzt einfach. Oh Mist, jetzt habe ich das natürlich. Na, bei den Mädels hat sich jetzt gar nichts verändert. Habe ich das richtig gesehen, ja? Also es ist jetzt einfach. Es ist jetzt einfach so. Und die nehmen das jetzt einfach alle hin.
dass ich alle geschnickselt und geschnackselt habe. Und jetzt ist das für alle okay, dass ich mit den anderen zusammen war. Dass ich mit einer jetzt heirate. Okay. Okay. Ich meine, ist doch kein Ding so. Und heute kann ich übrigens den neuen Fischteich nicht machen, weil das ist Dienstag. Da ist die immer beim Aerobic. Beim Erotik ist die immer. Mit Mani und so. Deswegen gehe ich mal meine Gioden aufknacken. Ja, das ist ja schön, dass du hier rumstehst. Cool. Das machst du. Och, guck mal. Okay. Da steht jetzt da rum. Einsam und verlassen. Cool. Das ist der weibliche Touch auf der Farm, von dem jetzt alle geredet haben. Pass bloß auf, wenn du eine Frau heiratest. Der weibliche Touch auf deiner Farm. Eine Skulptur durfte sie in den Garten stellen. Da haben wir die ganze Hochzeit drüber geredet, dass sie eine Skulptur in den Garten stellen darf. Weiblicher Touch reicht, habe ich dann gesagt. Reicht. Du kriegst auch noch ein eigenes Zimmer. Reicht. Aus. Ist genug. Es ist genug. Habe ich das? Ist das neu? Geisterkristall. Geister. Habe ich schon. Lame. Vielleicht neu. Luna Reed. Hört sich nicht neu an. Aber vielleicht kann ich daraus einen Space Helm machen. Mit meinem Stoff. Guck mal. Ach. Jeden Tag mit Wein abfüllen, dann ist sie glücklich. Ich weiß nicht, ob das okay wäre. Achso. Dein Hof sieht momentan wirklich hübsch aus. Weiblicher Touch. Die eine Statue, hast du gesehen, das fällt den Mädels davon auf so. Oh, deine Statue, das ist toll. Super. Endlich hast du mal deinen Hof dekoriert. Oh, wow. Gut gemacht ist. Ich wusste, du kannst das. Außerdem sind verheiratete Männer extrem attraktiv. Von daher ist alles in Ordnung. Boop. Oh, ein Mondshirt. Nice. Geisterkristall. Meins. Weiß nicht, was das ist. Das habe ich schon, ne? Ja. Erz. Kann ich das mit Eisen jetzt auch machen? Ja, ein Rollkragenpullover. Und halt nur in einer anderen Farbe. Alles klar. Oh, mit Kohle kann ich auch was machen. Cool. Ich kann die Suppe nehmen. Mal komm, wir nehmen die Suppe. Die Adelnutz. Ich wünschte, da wäre irgendwie ein Indikator dran, dass du dieses Material schon mal genutzt hast. Das wäre cool. Ein grauer Hoodie. Ein Hoodie? Geil. Sieht gut aus. Das ist ganz nice. Ist ganz nice, ja? Bomberjacke. T-Shirt. Okay. Oh, hinten sind keine Sterne drauf. Ist ja doof. Was ist das für ein Ding? Das Oasenkleid. Boah, geil mit Spaghetti-Träger, Alter. Yes! Yes! Endlich bin ich hübsch! Getan! Sexy, yes! Guck mal, was meine Frau dazu sagt. Zu meinem Spaghetti-Träger. Oberteil. Hype, hype! Gut. Wow, das ist großartig. Langsam genießt sich das Leben. Genießt das Hofleben. Das ist das Leben, von dem ich immer geträumt habe. Rotwert. Schmatz. Ich bin übrigens sehr erwachsen, was dieses Thema angeht, offensichtlich. Stellt mir keine Fragen. Sehr erwachsen. Super männlich. Mit Beziehung kann ich auf jeden Fall umgehen. Ah, guck mal, das gesehen, ich hab rasierte Achseln. Habt ihr gesehen?
Wenn ich was hochhebe, man sieht es extrem, dass ich mir extra die Haare weggemacht für die Hochzeit. Guck mal. Schick. Schick. Wie ein kleiner Nacktbull. Das mögen. Das mag der Partner. Abendliste, ich habe kein Geschlecht genommen. Das mag der Partner. Oh, doch, ich habe doch ein Geschlecht genommen, verdammt. Wie sagt man den Partner in allen Sexualitäten? Trotzdem der Partner, oder? Das ist aber doof. Und das ist aber doof gelaufen jetzt. Dafür brauchen wir ein neues Wort. Würde ich jetzt mal erfinden. Wie wär's denn mit... Nä. Das ist ein gutes Wort. Nä. Der, die das... Nä. Als Partner. Weil Partner ja zu männlich ist. Abigail. Abigail. Wo wir sehen. Ich streite mich zwar viel mit meinen Eltern, aber ich weiß, dass sie nur auf mich aufpassen wollen. Sie wollen nur das Beste. Keine Ahnung, warum ich dir das sage. Verrate es niemanden. Das ist okay, bei mir sind deine Geheimnisse sicher. Offensichtlich sind ja meine Geheimnisse bei dir auch sicher. Du hast keine Szene gemacht, als ich geheiratet habe. Da siehst du mal, wie wenig ich dir wert bin. Schnuff. Oh wow, der Dreierskord Vögel. Mhm. Was kaufe ich denn für meine Farm? Was kaufe ich denn? Senfkohl? Hab ich das schon mal gemacht? 20 Stück, ne? 21. For good measure. Guck mal, wie die sich alle abrackern. Einatmen. Ausatmen. Nicht schauen, ich bin komplett rot und verschwitzt. Sport kann Spaß machen. Mani lächelt dich durch einen Schleier aus Schweiß an. Aber sie gibt sich Mühe. Meine Arme sind gut trainiert, aber meine Beine brauchen noch Arbeit. Ich finde das cool, dass die Frauen ihr Fitness machen zusammen. Ich meine, warum auch nicht? Never skip leg day. Ist einfach so. Guck mal, jetzt haben wir auch hier oben so ein kleines Herzsymbol, dass wir heute unseren Herztag haben. Das wir den nicht vergessen. Ich wünsche das ja nicht im echten Leben so, da wird einfach so ein Symbol über mir aufploppen. Wir haben den auch vergessen. Sai und ich haben den übrigens vergessen. Wir wissen nicht mehr, wann unser Herztag ist. Das ist schlecht, oder? Das ist jetzt übrigens no shitting, wir wissen das nicht. Und nein, nicht nur ich. Nein, nicht nur ich weiß das nicht, sondern sie weiß das auch nicht. So. Das ist legit. Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat, das hat sie mir übrigens entgegengebrüllt, dass wir das auch nicht wissen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man nicht weiß, wann sein Herztag ist. Auf der anderen Seite. Wer zählt schon die schönen Momente im Leben, oder? Komm. Ich meine, jetzt mal ernsthaft. Wenn man sich die schönen Momente rot im Kalender anstreichen muss, das ist nicht gut. Deswegen haben wir das weg. Saya wird mir sowieso nie was schenken. Von daher zum Herztag. Und ich schenke ihr jeden Tag meine Aufmerksamkeit, wenn sie redet. Hey. Hey. Das ist schwer. Okay. Nicht so einfach. Schau mal, wie die plappern kann. Pau! Da fährst du 3 Stunden nach deiner Oma und 3 Stunden zurück. Und während der ganzen Fahrt schnatter, 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 schnatter. Die ganze Zeit. Oh, das war so schlimm. Das war so schlimm. Nein, das stimmt nicht. Und Sai muss immer ertragen, wenn ich im Auto mitsinge. Bei jedem Lied. Auch bei dem Lied, wo nicht gesungen wird übrigens. Ja, auch da. Ich bin ein toller Freund übrigens. Bester Mann. Bester Mann im Haushalt. Einziger Mann im Haushalt auch. Hey. Es ist süß, okay? Denke ich. So, jetzt haben wir das erledigt. Alles klar. Jetzt können wir mal unsere Angeln wieder wegtun. Ich glaube, wir angeln nie wieder. Angeln ist doof. Hm.
Ich fand's cool übrigens, dass aus dem Essen richtig andere Kleidung rauskam. Entschuldigung. Jetzt ist besser. Ich weiß nicht, ob ich den echten Iridiumbarren geben soll, den komischen Fischen da. Ich weiß nicht wofür. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Meerjungfrauen-Amulett so bald nach meiner Ankunft hier bekommen würde. Ich bin aber froh darüber. Du singst auch immer im Auto? Dann man muss da auch durch. Ist ja auch die Wahrheit. Was soll das denn? Müssen wir das nicht alle? Ich finde Singen toll. Ich mag Singen sehr gerne, aber ich mag auch meine Stimme. Im Moment ist es ein bisschen kratzig, das gebe ich zu. Aber ich mag meine Stimme ab und zu. Ist irgendwie weniger geworden als gerade. Ja, aber ist nicht, ihr wisst, was ich meine. Venus, Muschel und Milch macht eine Fischsuppe. Mhm. Artischockendip. Artischocken und Milch. Ich wünschte wirklich, es würde Buffs geben von dem Kram, den ich hier mache. Wisst ihr das? Ich wünschte irgendwie, diese Sachen würden Buffs geben. Und wir holen noch ein bisschen Holz, glaube ich, wenn ich da vorbeikomme. Ich guck mal eben was anderes nebenbei. Ich muss mal was schauen. Nicht im General Channel da. Habt ihr Ideen, was ich speedrunnen könnte? Es ist übrigens eine legit Frage. Also wenn ihr Ideen habt, was ich speedrunnen könnte, was ich eventuell angucken soll zum Lernen, immer her damit. Ich bin super bereit dafür, das zu erfahren, was ihr denkt, was cool ist. Ich meine, klar, ich kann jetzt noch meine Zeiten verbessern in Quackshot. Das wäre auch noch eine Idee. Aber ich kann ja Quackshot. Ich bin halt nicht super schnell in dem Game, aber es ist okay. Und ich muss es halt noch mehr üben. Aber ich komme durch und wir sind schon gut dabei. Da müsste ich theoretisch auch noch eine neue Zeit einreichen. Ich glaube, ich habe noch ein älteres Video, wo ich noch bessere Zeiten habe. Müssen wir schauen. Außer das, was ich bei GDQ Außer das, was ich eingereicht habe für speedrun.com. Da muss ich mal gucken übrigens. Ich habe jetzt auch unsere Zeit in Quest for Glory verändert. In speedrun.com. Ich habe den letzten, nicht den letzten kaputten, sondern den letzten guten 38,0 Minuten Run eingetragen. Das heißt, mein Run hat sich um 5 Minuten knapp verbessert. Das ist sehr schön. Da freue ich mich extrem drüber. Ich freue mich extrem auch drüber, dass ihr das alles dabei seid, wenn ich solche Runs mache. Außerdem finde ich, dass die Runs immer relativ gut besucht sind. Vielen Dank auch dafür an alle die sich da an den Speedruns, die dabei live zuschauen. Ich weiß, das ist ein bisschen Stress. Ich weiß, es kann. Ich glaube, das ist vielleicht langweilig, aber vielleicht ist es auch richtig entspannt, die Speedruns zu sehen. Aber ich mag die wirklich gerne und ich bin da wirklich ein Fan von. Ich werde es auch mehr machen. Deswegen nochmal, falls ihr irgendwas habt, wo ihr denkt, oh, das könnte was sein, immer her damit. Ich bin sehr interessiert an Dingen, die man lernen kann. Und guck mal, was dann dabei rumkommt. Vielleicht lerne ich auch irgendein Franchise. Aber ich will mich nicht so, weiß nicht, ich will mich nicht auf Resident Evil stürzen und so. Vielleicht mache ich wirklich Blasphemous, das ist vielleicht ganz cool. Jetzt habe ich irgendwie kein Holz gehackt, jetzt war ich die ganze Zeit nur Brombeeren pflücken. Auch okay, gibt ja auch alles Geld. 71 Brombeeren. In der besten Qualität. Ein bisschen Holz hacken kann ich immer noch. Ich weiß halt nicht, ich würde gerne Hollow Knight lernen irgendwie, aber auch ein sehr schweres Game und ich weiß auch nicht, welche Kategorie ich dann lernen würde. Ich überlege, eventuell einfach nur Any Percent. Ich würde auch gerne ein langes Game lernen, aber ich traue mich nicht. Ich würde jetzt gerne Suikoden 2 im Speedrun lernen. Aber ich würde auch gerne Suikoden 2 im Speedrun lernen. Aber es ist einfach ein 8-Stunden-Run. Natürlich dann 100%. Aber ja, weil der nicht 100% ist nur 20 Minuten oder 30 Minuten schneller. Von daher.
Von daher können wir es dann auch richtig machen. Aber es wäre halt schon krass. Aber ein Rollenspiel im Speedrun zu haben, wäre cool, glaube ich. Ich würde auch Silver lernen, das glaube ich auch ganz cool. Aber ich glaube, danach tun die harte Hände weh, halt wegen dem Kampfsystem. Wegen diesem Mausziehen und so. 8 Stunden ist heftig. Ich finde 8 Stunden okay. Das ist halt dann nichts, was du jeden Tag halt spielen oder streamen kannst. Aber es ist dann halt. Ich glaube, wenn du das drauf hast, ist das eine voll coole Sache. Und sowas ist bestimmt auch interessant für RPG Limit Break oder so, wo man sich dann wirklich dann auch anmelden kann und dann wirklich Runs auch für eine gute Sache dann eintragen kann. Ich glaube, da ist Suikoden 2 eine ganz coole Nummer, glaube ich. Das glaube ich übrigens wirklich, dass das Leute gerne sehen würden. Oh, guck mal, da macht sie schon Nickerchen. Die Lea. Letzte Nacht hat Ziege Poison. Goatee? Poison Goatee hat ihr einen Nachwuchs zur Welt gebracht. Wie soll die Ziege heißen? Ich wusste nicht, dass die Ziege schwanger war. Das ist natürlich geil, da spare ich natürlich Geld mit. Ein Bösewichts-Ziegennamen, jawohl. Wo komme ich denn da vielleicht? Ja. Ich habe leider jetzt, das ist natürlich sehr überraschend, wenn man sich das vorher überlegen kann, ist es ein bisschen einfacher. Oh, das ist ein guter, Gaston. Wegen Gaston. Pregota ist auch richtig geil, yo. Aber Gaston ist auch gut, wegen. Ah, okay. Pregota. Anstatt Predator. Ist cool. Außerdem ist es das erste, das durch Schwangerschaft geboren wurde. Deswegen ist das auch irgendwie Preg von Pregnant drin. Von daher passt das schon. Passt schon ganz gut. Ist in Ordnung. Nehme ich. Tag 10, Herbst. Guck mal, Lea ist schon auf, Alter. 6 Uhr morgens. Boom. Ich sollte mal demnächst ein Porträt von dir machen. Oh ja, geil. Please, du. Hier ist dein Käse. Hier ist dein Tageskäse. 11 von 14. Easy peasy. Your daily cheese. Hey du, ich hatte etwas extra Holz rumliegen. Gib mir das. Ich nehme das. Und das. Das wird mich natürlich jetzt nicht mit dem Scheiß beladen, aber ja, mach ich trotzdem. Hier kommen noch Artischocken. Hier kommt der Arti. Warst du auch Artig? Gut, haben wir. Außerdem ist, glaube ich, ich wollte schon wieder Harvest Moon sagen. Friends of Manuel Town in, in Deutsch ganz cool. Ach, in Deutsch. In Englisch ganz cool, weil ich dann auch die ganzen Namen lerne für die ganzen Gemüsesorten. Ich glaube, das ist ganz cool, weil ich glaube, ich kann nicht so viele. Oder
verwechsel oft welche. Sagen wir mal, wie es ist. Ich verwechsel da bestimmt viel. Das wäre cool. Außerdem könnten wir eventuell eine Pokémon-Game runnen. Das wäre halt auch cool. Aber ist auch relativ lang. Trotzdem cool. Haben wir Artischocken jetzt drin? Okay. Oder vielleicht habt ihr eine genauso harte Zeit, darüber nachzudenken, was man noch als Run lernen könnte, wie ich. Das glaube ich euch übrigens sofort. Komm, Iridium. Iridium Hasenpfote. Super Glück, Baby. Wenn aber dann Moemon. Ich glaube, die legiten Runs darfst du dann auch nur als Pokémon eintragen, klar. Ich glaube, das wäre dann auch cool, Moemon nochmal zu spielen dann. Auch wegen, weil du dann die Audience dafür hast. Weil das war ja auch komplett auf Englisch. Also die Iridium hat. Nein, nicht verkaufen! Bist du denn. Bist du des Wahnsinns? So, ich mach dir eine Hasenfoto zu einem T-Shirt. Zack. Achso, warte mal, ich guck mal die neue Ziege an. Ich weiß übrigens nicht, wie diese Ziege entstanden ist, weil wir haben zwei Ziegen, also Frauen. Vielleicht haben die einen. Ich weiß nicht, wie sie den Adoptionsantrag durchgerichtet haben. Hallo, ich und meine Partnerin Yvonne, wir wollen gerne ein Kind adoptieren. Wir wohnen in einem Stall mit 15 anderen Tieren, aber das geht nicht, sagt dann das Jugendamt. Ihr müsst schon ein Haus haben. Wie ist das denn mit dem Einkommen? Ja, also eigentlich haben wir gar kein Einkommen. Der Bauer, bei dem wir leben, der profitiert aber von unserer Milch. Da muss ich mal eben mit meiner Kollegin reden. Dann geht die raus. Also, ja, wir sind das mal gerade durchgegangen. Also, zufälligerweise haben wir noch ein Ziegenbaby übrig. Das wollt keiner. Wir versuchen das mal. Wir machen das erstmal als Leiheltern, als Zieheltern. Und dann gucken wir mal, wo das hinführt. Okay, haben wir dann gesagt, jetzt. So war das. So war das da auch. Ja. Bin ich echt hier hingelaufen ohne Pferd? Krass. Ganz schön mutig. Guck mal, da haben wir heute einfach so mal spontan geheiratet bei Stardew Valley. Das ist nicht schlecht. Außerdem überlegt euch mal, was wir auf Englisch alles nochmal spielen können. Wir können nochmal Suikoden 2 spielen alleine. Wir können, wie gesagt, das ganze Zelda-Ding nochmal durchspielen. Wie ich das vorhab. Die ganze Timeline. Wir können nochmal Final Fantasy spielen, alle Teile, die wir wollen. Wir können Grandia 2 nochmal spielen. Grandia 2 spielen wird awesome. Ja, wir können die ganzen guten Titel nochmal sehen. Ich glaube, das ist ganz cool. Gerade für die Leute, die das eh gemocht haben, ist das nice. Wir können dann auch mal die ganzen anderen Titel durchspielen, die ich mich nicht getraut habe zu spielen, weil die halt nur auf Englisch sind. Das ist dann auch sehr schön. Mhm. Wie zum Beispiel, es gibt ganz interessante Point-and-Click-Games. Weil, ist es Point-and-Click? Ich weiß nicht, wie die heißen. Sowas wie Danganronpa? Sowas finde ich ganz cool, glaube ich. Ist es Virtual Novel? Ich weiß nicht, worunter das zählt. Mystery, Virtual Novel, irgendwie sowas. Das wäre auch ganz cool so, glaube ich. Ich glaube, das wird Spaß machen. Also die Bibliothek an Spielen, die wir dann auch spielen können, erweitert sich natürlich enorm. Ich kaufe mal Süßkartoffeln übrigens. Wer mag Süßkartoffeln im Chat? Jetzt müsst ihr ehrlich sein. Wer mag Süßkartoffeln? Das ist wichtig. Was denn? Aha. Mhm.
Ja, also da hört ihr es auch. Also für Vampire's Dawn gibt es, für Vampire's Dawn 3 gibt es eine Alpha-Version. Auch da können wir nur als Pommes, ja, bei mir auch, ja. Aber ich mag die sehr gerne, die Süßkartoffelpommes. Wir können auch bald wieder Dings spielen, Vampire's Dawn alle Teile, weil bald kommt der dritte. Das ist doch auch ziemlich cool, oder nicht? Das wird auf Englisch bestimmt richtig interessant. Die gibt's übrigens auf Englisch. Alle Teile. Alle zwei Teile gibt's auch auf Englisch. Ich werde jetzt übrigens wieder anfangen, mehr Reis zu essen. Ich fühle mich ein bisschen aufgebläht. Und ich bin sehr schwer geworden in der Quarantänezeit. Weil nach dem Umzug habe ich mich erstmal schön zurückgehalten aus allem. Und ich bin sehr, sehr schwer geworden. Vielleicht gibt es bald irgendwie Ustra Ahasus Fitness Videos oder so. Und dann müssen wir mal gucken, dass bei mir die Funde wieder runterkommen. Würdet ihr dabei zugucken, wie ich die Funde verliere? Ist es ein löchriges Hemd? Was ist das? Ein T-Shirt. Ist da ein Hase vorne drauf? Nein. Falls die langweilig ist, sein sollte, komm einfach vorbei. Smile. Okay. Achso, außerdem müssen wir mal einen Herbsthut für unser Pferdchen raussuchen. Wir können mal eben gucken, ob wir auch eine neue. Jetzt renne ich natürlich den langen Weg, aber es macht nichts. Wir gucken mal, ob die Hutmaus jetzt neue Sachen hat, wegen der Achievements und auch wegen der Hochzeit. Für die ich mich irgendwie nicht schick machen konnte. Das tut mir total leid. Seit der Geburt zugenommen, ja, das passiert. Auch im Moment ist halt, alle, die jetzt zugenommen haben, fühlt euch nicht schlecht. Das ist halt so, dann habt ihr alles richtig gemacht. Dann habt ihr nämlich zu Hause rumgesessen, vielleicht euch ein bisschen wenig bewegt, okay, aber ihr habt zu Hause rumgesessen und habt andere Leute geschützt und euch selbst geschützt, dass keiner von euch krank wird. Das habt ihr gut gemacht. Habt das gut gemacht. Nicht vergessen, im Moment ist immer noch diese blöde Zeit, worüber wir nicht reden wollen, weil wir sind ein happy, happy little stream. Und, wie gesagt, also ihr macht damit alles richtig und vor allen Dingen heftig Big Wing und Love Push für alle die, die jetzt ein paar Kilos mehr wiegen wegen der Quarantäne. Das ist gut. Das habt ihr gut gemacht. Der Bowlerhut. Ich nehme den. Meins. Die Tiara. Hab ich schon. Nicht wirklich viel neu. Nur der hier ist halt neu. Die. Oh, die Melone. Oh. Oh Gott, sieht ja schlimm aus. Du nennst mich Spitzkopf? Fucking SpongeBob again. Wer? Der dreckige Dan und Spitzkopf. Wer ist Spitzkopf? Soll ich was sagen? Ich hab heute Spaß. Es macht heute Spaß, aber ich betone noch einmal, ich bin sehr müde durch gestern. Und ich bin heute, gute Gesundheit, guten Hunger wollte ich sagen, guten Hunger, Sayo. Ich bin sehr, sehr, sehr früh wach geworden heute. Wie gesagt, um 3 Uhr morgens musste ich raus. Um 3 Uhr morgens musste ich raus. Heute. Und gestern habe ich 6 Stunden Fahrt hinter mir gehabt. 3 hin, 3 zurück. Und ich bin sehr, 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 sehr müde. Deswegen sei ich jetzt nicht traurig, wenn ich euch Folgendes verkünde. Dieser Tag ist der letzte Tag für heute. Wir machen einen etwas kürzeren Stream. Dafür gibt es, ich rede mal mit Sayo. Vielleicht gibt es ab morgen dann 10 Stunden Stardew Valley oder so. Wir müssen mal gucken. Aber dann könnten wir, wenn ich dann Stardew Valley wirklich rum und wegkriegen könnte, dann könnten wir hardcore mit Friends of Mineral Town anfangen. Und das wäre natürlich super awesome. Und das würde mich natürlich super freuen, wenn wir das hinkriegen würden. Und, wenn ihr Lust habt,
und Zeit habt, dann könnt ihr immer dann vorbeischalten, wenn ich jetzt im Moment dann Stardew Valley irgendwie durchziehe. An all den möglichen verschiedenen merkwürdigen Zeiten, die ich das so schaffe, das anzufangen. Das würde mich natürlich ganz doll freuen. So. Und ja, sonst habt ihr natürlich immer YouTube, auch fürs Englische, also fürs Deutsche auf jeden Fall habt ihr dann das YouTube erstmal. Ihr könnt alles nachschauen. Ich glaube, die letzte Folge ist jetzt auch rausgekommen von Stardew Valley, also die letzte etwas unorthodoxe Folge, die da irgendwie zwischendurch rauskam, ist jetzt auch draußen. Alles andere werde ich sehr schnell immer dann in das Videoarchiv packen, dass wir diese Folge auch. Deswegen, ja. Danke nochmal für alles, für das ganze Beisein. Auch danke schön, dass ihr mich auch, wer mich nicht mehr verfolgen möchte, dann, wenn es ins Englische geht, danke, dass ihr dabei wart. Nochmal, no hard feelings, keine schlechten Gefühle. Es liegt an mir, nicht an euch. Das hört sich doof an, aber es ist so, ich bin sehr müde durch die Dinge, die mir passiert sind im Deutschen. Ich hab weiter Spaß zu streamen, ich hab Bock auf Stream, ich hab Bock auf raus aus der Wüste der Realität. Ich hab's letztes Mal schon so ein bisschen gesagt. Oder ein bisschen viel auch. Ich hab Bock da drauf, ich will das machen. Ich will, dass hier ein cooler Ort ist, wo man entspannt Spaß haben kann. Aber das, ich kann nicht mehr so weitermachen. Das merke ich auch und ich wollte mich vor der Entscheidung, habe ich mich versucht, so lange wie möglich zu drücken. Und ich habe auch wirklich gedacht, ja okay, vielleicht belebt Stardew Valley das Ganze wieder, aber es bekräftigt mich nur darin, dass ich fertig bin. Und das ist nicht schlimm. Fertig zu sein ist nicht schlimm. Denn ich höre nicht auf. Und wer mich weiter verfolgen will, bekommt alle Möglichkeiten, das zu tun. Auch dann, wenn es Englisch kommt. Und nochmal, danke, dass ihr so lange dabei wart. Danke, dass ihr das unterstützt habt. Vielleicht unterstützt ihr das andere auch mit eurem Dabeisein, mit euren kleinen Graben, mit euren kleinen Milden oder großen Graben. Um das hier am Laufen zu halten. Vielen, 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 vielen Dank. Auch heute noch vielen Dank für die Kleinigkeit. Wenn ihr Pams Wohnung noch sehen wollt, das funktioniert auch ganz normal. Damit unterstützt ihr, wie gesagt, den Stream in Gänze auch dann, das Neue. Aber ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Auf die Zukunft. Und falls ihr... Oh, hier ist ein Trüffel. What? Okay. Und falls ihr nicht mit dabei seid bei der Reise ins Englische, dann hoffe ich, dass ihr wunderschöne Streamer findet, die euch euren Tag versüßen, wo ihr Spaß habt, wo ihr wirklich Spaß habt, wo ihr wirklich ein Teil einer Community sein möchtet und wo ihr wirklich euch gerne aufhaltet und ja, dort lachen könnt und entspannt sein könnt. Das ist mir ganz wichtig. Das ist euch auch wichtig, weil das ist Freizeit und Freizeit sollte Spaß machen. Deswegen auch die Entscheidung. Cool, haben wir alles gesagt? Alles klar. Gut, dann haben wir das Thema auch durch. Big Win. Was so regnet es in hier? Das ist voll eklig. Heute hat es hier auch geregnet. Voll gestürmt. Das war ganz doch voll stürmisch. Ich weiß aber, das Wetter reden ist doof. Wie war das Wetter bei euch? Hey, wir können mal über das Wetter reden, oder? Wir sind Freunde. Wir sind entspannt. Wir können über das Wetter reden, ohne dass es eine belanglose Smalltalk-Diskussion wird. Wir können cool übers Wetter reden. Ich muss morgen wieder um 3 Uhr aufstehen. Hab ich das schon erzählt? Aber deswegen hätte ich jetzt gerne irgendwelche Vorschläge für irgendwelche Speedruns, weil dann kann ich morgen früh, wenn ich dann 3 Uhr aus dem Haus ist, dann kann ich dann morgen früh da rumhängen und mir überlegen, welches Game ich vielleicht mir angucke und welche Speeds ich mir angucke und welche Runs ich mir angucke und was ich dann vielleicht eventuell selber lerne. Es kann alles sein, Horror, es kann Action sein, es kann Point and Click sein, das ist eigentlich relativ Ratte. Wenn es mir dann gefällt, dann gucke ich mal da rein. Bei dir war auch ein bisschen stürmisch, das ist gut. Ich mag das ja, ich mag Regen und Wind. Das gefällt mir ganz, 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 ganz doll. Da bin ich ein riesiger Fan von. Und so, ja, deswegen, kann ich so nochmal. Ich weiß nicht, warum ich das nicht vorher gemacht habe, aber ich mag dich hier auch als VIP dann. Das bedeutet einfach nichts, du hast einfach nur so ein extra Zeichen und alle wissen, boah, du bist voll wichtig für den Stream. und alle zollen dir harten Respekt. Außerdem kannst du ungefragt Links in den Chat packen. Das kann Monkey Island, da muss ich mal gucken, ob das cool ist. Dings ist auch ziemlich cool, ja, hier, dass wir noch lernen wollten. King's Quest 6.
Auch wegen dem Lied am Anfang. Ich bin wichtig. Ja, und alle wissen das vor allen Dingen. Wie gesagt, alle VIPs können ungefragt Links in den Chat posten. Da braucht ihr auch keine Permission oder so. Ja. Da habe ich auch keine Bedenken. Und ihr müsst mir gleich noch sagen, wo wir eventuell hin raiden. Sonst raid ich Bark. Weiß nicht, was sich als Speedrun eignet. Pff, alles. Alles eignet sich als Speedrun. Aber. Tales of Monkey Island sind 2 Stunden 30. Ja, gut, wenn du alle Rätsel kennst. Wenn du alle Rätsel kennst. Ist das die komplette? Alle? Ja, beaten the game. Aber alle 5 Chapter oder nur ein Chapter? Ne, das ist das komplette Ding. Boah, krass. Interessant. Aber ich glaube, das ist nichts. Die Tales of Serie ist, glaube ich, nichts. Wenn dann die normalen Monkey Island. Das ist Secret of Monkey Island, das ist das allererste, genau. Das müsste das erste sein. Genau. Du kämpfst wie eine Kuh, du kämpfst wie eine Superkuh, oh nein! Das ist gut. Alter, das ist sogar fast aktiv. Halbe Stunde, voll gut. Naja gut, ich beraube euch eine halbe Stunde. Dankeschön, dass ihr alle dabei wart. Schaltet das nächste Mal wieder rein, was heißt, hier spielt Ustra. Ich weiß nicht, ob ihr dann dabei sein könnt. Ich gucke mal, wann ich als nächstes den Stream starte. Dann machen wir viel Stardew Valley. Also schaut euch auf. Ich gebe euch auf Discord zumindest Bescheid, wenn ich dann neue. Wenn ich es nicht schafft, dass ihr die Videos nachschauen könnt und so. Okay. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich halte euch auf dem Laufenden und wenn ihr Bock habt, es gab Fragen im Chat, so allen Kram. Alle beantworten und erster brüllen bei YouTube und dem ganzen Kram. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und vielleicht verfolgen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, hier spricht Ustra. Bye, bye.